stop is 46. Over 6 on the 4-8. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating Kurs Aircraft Systems. Heute wollen wir über das Thema Pressurization sprechen. Letzte Woche haben wir ja das Thema Air Condition abgeschlossen. Und bevor wir in den Unterricht einsteigen, möchte ich euch vorab einige Informationen auf den Weg geben, weil es einfacher ist, dann dem Unterricht zu folgen. Wenn wir über das Thema Pressurization sprechen, dann sprechen wir unweigerlich über das Thema Luftdruck. Und wir kennen schon aus dem PPL-Unterricht Fachmeteorologie, dass wir in der Troposphäre sehr viel Luft haben, die auch ein beträchtliches Gewicht mit sich bringt. Und zwar waren das 5000 Billionen Tonnen. Dieses Gewicht drückt also auf die Erdoberfläche und damit auch auf uns. Und das ist der sogenannte Luftdruck, weil die Luft drückt. Wenn wir jetzt mit dem Flugzeug uns nach oben bewegen, dann durchqueren wir ja schon einen Großteil dieser Luftmassen. Die sind dann plötzlich unter uns und können keinen weiteren Druck auf das Flugzeug und damit auch auf uns weiter ausüben, sondern nur noch die Luftmassen, die nach wie vor über uns angesiedelt sind. Und daraus ergibt sich die Tatsache, dass mit steigender Flughöhe der Luftdruck abnimmt. Und wir kennen auch schon eine Zahl, 18.000 Fuß, wenn ihr euch daran erinnert. In 18.000 Fuß hat sich der Luftdruck im Verhältnis zur Erdoberfläche halbiert. So weit, so gut. Wie sieht es jetzt mit unserem Atemorgan aus? Nun, am Boden haben wir ganz normalen Luftdruck und wir haben überall in der Atmosphäre 21% Sauerstoff. Und zwar unabhängig davon, ob wir jetzt am Boden sind oder vielleicht in 35.000 Fuß, auch dort sind nach wie vor 21% Sauerstoff anzutreffen. Es ist nur so, dass die Lunge im Verhältnis zu den Zellen ein gewisses Druckgefälle braucht, damit der Sauerstoff in die Zellen transportiert werden kann. Und wenn wir uns jetzt in solchen Flughöhen da oben bewegen, wo ein völlig anderer Luftdruck herrscht, dann wird dieses System gestört und der Körper ist nicht mehr in der Lage, den Sauerstoff, den wir nach wie vor einatmen können, ist überhaupt kein Problem, aber er geht nicht in die Zellen hinein. Und damit ersticken wir, man kann sagen, so mehr oder weniger innerlich. Es ist also bei weitem nicht so, dass man wie in einigen Filmen dann sieht, dass die Leute dann Erstickungsanfälle kriegen. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern ganz im Gegenteil, man kann ganz normal weiter atmen, nur man kriegt es nicht mit, dass dieser Sauerstofftransport in die Zellen nicht mehr vonstatten geht. Das ist das große Problem. Und wir sehen auch gleich im Unterricht, wie schnell sowas passieren kann. Und das große Problem, was damit einhergeht, ist, man kriegt es nicht mit. Man wird euphorisch und ist dann nicht mehr in der Lage, rationell zu denken, um dann eventuell das Flugzeug vor einem Absturz zu beschützen. Also, dass man gewisse Handlungen durchführt, die das Ganze dann wieder letztendlich covern. Das ist das Problem. Wir brauchen also ein Flugzeug, wenn wir in solchen größeren Flughöhen operieren. Und da kann man sagen, alles, was über 10.000 Fuß ist, das ist so die magische Grenze. Natürlich, wir können auch noch in 12.000 und 13.000 Fuß locker eine halbe Stunde atmen. Das ist kein Problem. Es hängt auch so ein bisschen immer von dem Menschen ab. Der eine ist sehr gut trainiert. Der hat ein sehr großes und gutes Lungenvolumen. Es gibt ja auch so Leistungssportler, die im Höhentraining dann sind. Die kommen also damit natürlich viel besser klar als jemand, der untrainiert ist. Aber wir können mal die Grenze 10.000 Fuß uns merken. Alles, was über 10.000 Fuß ist, ist, sage ich mal, geht in eine gefährliche Richtung. So will ich es mal formulieren.
Wir brauchen also ein Flugzeug, was mehr oder weniger innerhalb der Kabine den gleichen Luftdruck hat wie am Boden. Wir müssen also hier vollkommen unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Höhen. Das eine ist die Flughöhe, in der wir gerade fliegen. Und das andere ist die Cabin Altitude, also die Höhe, die in der Kabine herrscht. Und wie erreicht man das jetzt? Wenn wir also gelernt haben, dass der Luftdruck mit stetiger Höhe abnimmt, am Boden ist er stark, in der Luft ist er sehr wenig, ist er sehr schwach, dann müssen wir also das Flugzeug unter Druck setzen, um ungefähr irgendwie solchen Luftdruck wie am Boden herrschen zu lassen. Und wie macht man das? Naja, wir haben ja Luft nach wie vor, kennen wir aus letzter Woche, aus dem pneumatischen System. Wir haben also eine Luftpumpe, kann man sagen. Und diese Luftpumpe, die bläst jetzt unsere Kabine wie ein Luftballon auf. Und damit herrscht in der Kabine ein völlig anderer Luftdruck als außen um das Flugzeug herum in der jeweiligen Flughöhe. Nun ist das System nicht in der Lage, nun exakt den Luftdruck herzustellen, wie er am Boden auf der Erdoberfläche jetzt herrscht. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben ja gesagt, 10.000 Fuß ist so die magische Grenze. Bis dahin ist das alles kein Problem. Bedeutet, dass wir in einer normalen Reiseflughöhe irgendwo so zwischen 5.000 und 8.000 Fuß Kabinenhöhe haben. Wir setzen also den Luftballon, unsere Kabine, unter Druck. Und zwar mit dem gleichen Druck, der ungefähr in 5.000 oder in 8.000 Fuß herrschen würde. Und um das zu garantieren, brauchen wir ein System, was genau dieses regelt. Nun kann es natürlich durchaus sein, es gibt Passagiere, die auch lungenkrank sind. Die haben auch schon während des Fluges Probleme, weil diese 5.000, das ist ja wie als ob man auf einem Berg steht von 5.000 oder sagen wir 8.000 Fuß. Naja, und da gibt es Leute, die haben sehr viel Schwierigkeiten, trotz dessen, dass wir ja noch weit unter 10.000 Fuß sind, dort vernünftig zu atmen, und dann bekommen diejenigen Sauerstoff. Das wird dann angemeldet, das weiß man dann als Crew, dass wir Leute haben, die dann mit Sauerstoff letztendlich dort ankommen oder von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Also ein System, was genau das regelt, und das ist die sogenannte Druckkabine. Druck in der Kabine, also Druckkabine. Darum geht es. Und wie regelt man das jetzt? Wir gucken uns das gleich ganz detailliert an, aber schon mal vorab. Wir müssen den Luftballon aufblasen. Okay. Wenn wir aber den Luft zu weit aufblasen, dann könnte ja vielleicht das Flugzeug auseinanderplatzen. Gut, so ist es jetzt nicht, aber rein theoretisch wäre es ja denkbar, wenn man da keine Vorkehrung trifft. Aber wir brauchen auch irgendwie so ein Fenster. Wenn ich das Fenster öffne, sage ich mal in 35.000 Fuß, dann entweicht der Luftdruck natürlich extremst schnell. Wir brauchen ein sehr feines, abgestimmtes System, was immer mal ein bisschen das Fenster öffnet, falls der Druck zu stark ist, dann wieder schließt, weil der Druck vielleicht zu weit abgefallen ist. Denn je höher der Luftdruck in der Kabine, desto tiefer ist die Flughöhe, also desto tiefer ist der Berg, auf dem wir stehen. Wenn ich also, sage ich mal, in 30.000 Fuß, da haben wir sehr schwachen Luftdruck in der Höhe außerhalb des Flugzeugs, und angenommen, wir haben den Luftballon jetzt so weit aufgepumpt, dass wir vielleicht in 5.000 Fuß oder 6.000 Fuß uns bewegen, also auf einem Berg stehen mit 6.000 Fuß. Was passiert jetzt, wenn wir das Fenster öffnen? Wir gleichen jetzt den Luftdruck der Kabine, also innerhalb der Kabine, mit dem Luftdruck außerhalb des Flugzeugs an. Und wenn wir also ein ganz klein bisschen nur das Fenster öffnen, und der Druckausgleich findet statt, dann wäre das so, als ob wir weiter den Berg nach oben steigen, also die Kabine oder die Höhe der Kabine steigt. Wenn ich allerdings den Luftballon ganz doll aufpumpe, ohne Ende, weitaus höher als der Berg, der in vielleicht 5.000 oder 6.000 Fuß herrscht,
Dann machen wir genau das Umgekehrte. Mehr Druck bedeutet, näher dem Erdboden zu sein. Also sinkt wieder unsere Druckkabine. Die Höhe in der Kabine sinkt. Und der Unterschied zwischen dem Luftdruck, der draußen herrscht, und dem Luftdruck, der in der Kabine herrscht, das ist der sogenannte Wert Delta Pi. Delta kennen die Physiker und Mathematiker sowieso von euch. Also Delta steht für einen Unterschied und P steht in diesem Fall für Pressure, der Unterschied zwischen draußen und drin. Und das ist gar nicht so einfach. Natürlich, das funktioniert alles automatisch. Aber wenn es dann mal nicht mehr automatisch funktioniert und man muss selbst eingreifen, dann muss man genau diesen Zusammenhang verstanden haben. Was passiert, wenn ich oben das Fenster öffne? Was passiert? Steigt die Kabine oder steigt sie nicht? Denn wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich in geringeren Lufthöhen bin, zum Beispiel in 15.000 Fuß und die Druckkabine ist immer noch aufgeblasen? Wie sieht es dann aus? Ja, also das sind alles so Überlegungen, die man hier im Hinterkopf haben muss, wenn wir mal in diese Bedrohung kommen und wir müssen das Ganze manuell regeln. Das wird natürlich dann alles per QH, also per Buch gemacht und per ICAM, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem muss man das verstanden haben, weil sonst bringt man eventuell den Schalthebel in die falsche Position und dann erreicht man genau das Gegenteil, nämlich dass die Kabine wieder steigt, anstatt zu sinken. Und das wäre dann sicherlich fatal. Also, was machen wir heute? Wir gehen jetzt in den theoretischen Unterricht rein, natürlich immer kombiniert mit der Praxis. Wir springen zwischen Simulator und Präsentation immer hin und her, damit wir genau sehen, was passiert, wenn wir welchen Schalter betätigen. Auch so, genauso wie letzte Woche. Das ist das eine. Und wenn wir das erledigt haben, dann müssen wir uns mal kurz ein bisschen damit beschäftigen, ob wir das also aus letzter Woche und auch aus dieser Woche dann verstanden haben. Das heißt, wir gehen ein paar Fragen durch aus einem Fragenkatalog. Die sind auch nicht so schwierig, aber trotzdem wollen wir uns mal ein bisschen einen Überblick verschaffen, ob wir es denn auch wirklich verstanden haben. Es macht ja keinen Sinn, sich da hier letztendlich dem Unterricht anzutun und am Ende doch festzustellen, ich habe nichts zu verstanden. Und das ist so eine gewisse Wissensabfrage, das sind so 20 Fragen und die gehen wir mal schön durch. Und wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr schon sehr, sehr viel aus dem letzten Unterricht und aus dem heutigen Unterricht mitgenommen. Und das ist dann auch relativ, das reicht dann auch mehr oder weniger. Also, dann gehen wir jetzt in den Unterricht. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich denke mal, jetzt habt ihr einen ganz guten roten Faden. Da könnt ihr den Unterricht jetzt relativ gut verfolgen, weil ihr das Grundprinzip schon mal verstanden habt. Und wie wichtig das Ganze ist, das zeige ich euch mal anhand dieser Tabelle. Und zwar, diese Tabelle nennt sich Time of Useful Consciousness. Was ist denn das? Nun, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir eine Decompression haben. Es gibt ja zwei Arten von Decompression. Es gibt eine langsame und es gibt eine schnelle. Wenn wir eine langsame Dekompression haben, dann könnte das ja sein, angenommen mal, die Kabine ist jetzt in vielleicht 5000 Fuß Höhe und wir haben irgendein Problem jetzt mit dem ganzen System, dann würde vielleicht die Kabinendruckhöhe langsam steigen, vielleicht mit 100 Fuß. Mit 50 Fuß, 200 Fuß. Ich hatte das selbst mal gehabt. Ich hatte mal einen echten Emergency Descent und zwar auf der Boeing damals. Das war aber nicht ganz so dramatisch, weil die Kabine dann langsamer gestiegen ist. Aber es war schon Emergency Descent. Aber dann hat man ja Zeit. Ne? Dann hat man da Zeit. Denn es kommt ja immer darauf an, in welcher Höhe befinde ich mich. Also die Kabinendruckhöhe, die ist ja entscheidend. In welcher Höhe ich jetzt vom Flugzeug her fliege, das ist ja nicht so entscheidend. Das heißt, wenn ich jetzt, wir müssen immer im Kopf haben, so 10.000 Fuß. Wenn wir die im Kopf haben, dann ist gut, ja, weil alles, was über 10.000 Fuß ist, wird es gefährlich. Alles, was unter 10.000 Fuß ist, können wir locker atmen. Wenn wir also eine langsame, eine Slow Decompression haben und die Kabine steigt so langsam an, na gut, was würden wir machen? Wir würden schnell sinken, damit wir gar nicht in diese Bedrohung kommen, dass die Kabine dann irgendwie über 10.000 oder vielleicht sogar über 14.000 Fuß steigt, weil dann fallen die Sauerstoffmasken raus automatisch. Das müssen wir dann auch noch manuell machen aus Sicherheitsgründen, das zeige ich euch gleich. Das heißt, dann wäre die Problematik nicht ganz so da. Aber wenn wir uns jetzt mal mit dem Fall beschäftigen, dass wir eine Rapid Decompression haben, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Fenster fällt raus, ja gut, gibt es sowieso fast nie, aber gehen wir mal davon aus. Dann hätten wir ja einen kompletten Druckausgleich innerhalb von
ganz kurzer Zeit, 1, 2, 3 Sekunden, und dann hätten wir drin den gleichen Druck wie draußen. Das heißt, unsere Kabinendruckhöhe ist plötzlich auf unsere Höhe des Flugzeugs gestiegen. Die war vielleicht mal in 5000 Fuß oder in 6 oder wie auch immer. Und wir sind, sag ich mal, in Flight Level 340 geflogen. Und plötzlich innerhalb von 1, 2 Sekunden würde dann durch diese Rapid Decompression unsere Kabinendruckhöhe auch auf diese Flight Level 340 steigen. Und das ist das Problem. Und diese Tabelle zeigt uns jetzt, wie lange wir Zeit haben, bevor diese Hypoxie, also es so eintritt, dass wir nicht mehr rational handeln können. Wir können atmen, keine Frage, aber wir werden euphorisch, wir kriegen das alles nicht mehr mit, wir sind also in einem völligen Tunnelblick. Und das wird auch häufig beim Militär angewendet. Da wird man auch in eine Druckkabine gepackt und da kann man also eben halt solche Sachen simulieren. Und man kann nachher nicht mal sich an seinen Namen erinnern, von Schreiben mal ganz abgesehen. Man ist also nicht mehr in der Lage, irgendwie noch Handlungen durchzuführen, die das Flugzeug dann in die sichere Region bringen. Und das ist diese Time of Useful Consciousness. Und wir sehen, wenn wir hier mal gucken, in Flight Level 350 oder 300, nehmen wir mal 350, also normale Flughöhe, 300 sicherlich auch, dann sehen wir, dass wir nur noch 30 bis 60 Sekunden Zeit haben, bevor diese Hypoxie eintritt. Das ist nicht viel. Und diese Spanne, die ergibt sich daher, weil die Menschen unterschiedlich ist. Der eine ist gut trainiert, der andere lebt vielleicht auch in einer Region, wo wir schon auf einem Berg liegen. Wenn man zum Beispiel in der Schweiz irgendwo auf einem Berg leben würde, dann hat der Kreislauf damit natürlich ganz anders weniger zu kämpfen als jemand, der auf Meeresspiegel lebt. Deswegen hat man immer so eine Spanne. Aber wir sehen schon 30 bis 60 Sekunden. Und wenn wir dann weiter höher gehen, dann reduziert sich das schon dramatisch von 40.000 auf 45. Dann haben wir nur noch 9 respektive 15 Sekunden. Ne, die Certified Ceiling bei der 787 ist Flight Level 430. Das sind nur noch 9 bis 15 Sekunden. Das ist relativ wenig. Wird man diese Zeitspanne überschreiten und man hat die Sauerstoffmaske nicht auf, dann war es das. Und da gab es ja dann auch diesen Vorfall, Helios, glaube ich, hieß das. Ich bin nicht so derjenige, der das alles so verfolgt, aber das verfolgt ja wahrscheinlich alles mehr als ich. Aber Helios Air, das war ja so ein Punkt, wo diese Situation eingetreten ist. Man hat dann Hypoxie bekommen, die Leute sind dann irgendwann ohnmächtig geworden und dann war es das. Ja? Also ihr seht schon, das ist ganz entscheidend und wichtig, dass man sofort handelt. Und das zeige ich euch mal. Wir kriegen natürlich, wenn so eine Rapid Decompression dann eintritt, kriegen wir natürlich eine ECAM Warning. Ne? Ganz klar. Aber wir sehen das hier auch nochmal im QRH. Auch hier haben wir den Fall Emergency Descent. Und ihr seht ganz oben, Immediate Action Crew Oxygen Mask On. Das ist der Grund. Und, da muss man eben halt noch andere Sachen machen. Aber das ist alles ECAM-Sache, respektive wenn ECAM nicht erscheinen würde, haben wir das auch im QH. Also im Quick Reference Handbook. Ja, das ist der Fall. Was man dann macht, ist jetzt keine Sache für den heutigen Unterricht. Das wird uns im Abnormal-Bereich dann beschäftigen. Was wir hier vielleicht noch sehen, ist für euch vielleicht auch mal interessant. Wenn also die Kabinenhöhe über 14.000 Fuß ist, dann fallen automatisch die Masken raus, wobei wir das dann auch nochmal manuell unterstützen, falls das automatische System nicht funktioniert. Also wir würden dann hier die Masken rausfallen lassen. Allerdings erst dann, wenn wir auf einem Berg von 14.000 Fuß stehen, vorher nicht. Warum nicht vorher? Weil wir können selbstverständlich unter 14.000 Fuß noch über eine halbe Stunde locker atmen, selbst wenn wir genau in 14.000 Fuß sind, keine Frage. Was ihr euch bitte merkt, sind die 10.000 Fuß. Ja? 10.000 Fuß ist die magische Nummer im Emergency Descent, überhaupt, wenn wir über eine Druckkabine sprechen. Alles, was darüber ist, wird haarig. Alles, was darunter ist, ist kein Problem. Deswegen sagte ich eben eingangs, wir gucken uns immer an, wo stehen wir, auf welchem hohen Berg stehen wir. Also die Kabinendruckhöhe, die ist entscheidend und nicht in welcher Flughöhe wir fliegen. Dazu zeige ich euch noch mal ganz kurz ein kleines Video. Das ist aus der App Use Before Flight. Das ist für uns als A320-Piloten eine gute Sache,
weil dort alle ECAMs letztendlich durchgespielt werden können. Und da zeige ich euch mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn man eine Rapid Decompression hat mit einer Steigrate von vielleicht, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Fuß würdige Speed von der Kabinendruckhöhe. Dann übersteigt man ja dann auch schon einen gewissen Wert und dann sieht es folgendermaßen aus. So, was ihr hier seht, ist die App Use Before Flight. Die ist auf dem iPad, ist ein bisschen unscharf, ist jetzt aber nicht so wichtig. Es geht jetzt nur um das einmal gesehen zu haben. Die App ist dafür gedacht, sämtliche ECAMs durchzuspielen. Auf der rechten Seite habt ihr das Cockpit. Da kann man jedes einzelne Panel mit den jeweiligen Schaltern öffnen und auch schalten. Und zwar immer in der richtigen Reihenfolge, so wie das auch Airbus dann vorsieht. Und auf der linken Seite haben wir dann die System Discipline Plate und oben die Upper Display. Und so könnte man jetzt diese Cabin Excessive Altitude könnte man jetzt anmachen. Wir machen das mal. Und ihr seht schon hier, die Cabin Altitude steigt jetzt dramatisch mit 6000 Fuß. Das ist eine Rapid Decompression. Wir sind jetzt hier schon in knapp 30.000 Fuß mit der Cabin Altitude. Also es hat sich jetzt also sofort der Innendruck mit dem Außendruck angeglichen. Und dann kommt hier eben halt die ECAM Warning, wir drücken das erstmal weg hier und dann kommt die ECAM Warning hier eben halt Cabin Pressure, Excessive Cabin Altitude, das wäre ein reiner Emergency Fall, Cabin Crew Oxygen Mask On, da sehen wir also genau die gleichen Sachen, die wir eben im QRH auch uns angeschaut haben. So, und dann müsste man letztendlich alle Handlungen durchführen, die dafür zuständig sind, wir müssen Seatbelt Signs On machen und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nicht so wichtig, ihr seht auch hier die Monitore, wir sind jetzt schon im Descent, das macht das System jetzt automatisch, weil das wäre eine Situation, wo wir natürlich sofort sinken müssen. Und wir können leider die Geschwindigkeit nicht erhöhen. Denn wenn wir eine Rapid Decompression haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass irgendwie was von der Struktur des Flugzeugs beschädigt ist. Deswegen haben wir diese Rapid Decompression. Das heißt, ich kann nicht die Geschwindigkeit erhöhen. Ich muss also mit der aktuellen Geschwindigkeit dann den Emergency Descent durchführen. Habe ich eben halt keine Rapid Decompression, dann kann ich davon ausgehen, dass die Struktur nicht verletzt ist und ich kann also richtig schnell dann sinken. Und ihr seht schon, wir waren eben wie, keine Ahnung, Flight Level 340 oder so waren wir und wir sinken jetzt dementsprechend weiter. Also so kann man das hier alles benutzen und das hilft also ungemein auch gerade für die Vorbereitung auf Simulator, wenn man sämtliche Sachen hier durchspielen kann. Ich kann euch das ganz gerne, falls euch das interessiert, nochmal eben zeigen. Also darauf wollte ich hinaus, Cabin Pressure, Altitude und so weiter und so weiter. Ja, wir können nochmal was anderes irgendwie hier aufmachen, was weiß ich hier, was nehmen wir mal, ja, nehmen wir Fire, nehmen wir Engine, irgendwas mit Engine vielleicht, Power Plant, Engine Fail, No Damage, also nehmen wir mal einen Engine Fehler ohne, dass das kaputt gegangen ist, also ohne dass wir Feuer haben oder dass Triebwerkschaufeln uns um die Ohren geflogen sind. Und dann haben wir wieder das Problem, hier Engine Fail Number One, Engine Mode Select, dann drücken wir das erstmal weg. Engine Mode Selector müssen wir dann auf Ignition schalten. Machen wir dann auch. Und den Engine Thrust Lever müssen wir dann auf Idle machen. Das sind dann alles so Sachen, die wir dann machen müssen. Confirm, Thrust Lever Number One ist confirmed. Und dann machen wir das Ganze auf Idle. Und so weiter. Und ihr seht schon, die ECAM verschwinden hier dann alle Stück für Stück. Engine Master, Confirm Engine Master Number One, ist confirmed. Muss confirmed werden beim Pilot Monitoring. So, und dann schalte ich das aus. Und so arbeite ich dann ECAM Stück für Stück ab. Das werden wir in den Abnormals dann natürlich selbstverständlich besprechen, aber das würde jetzt zu weit führen. Also das ist dieses Programm und ihr habt schon gesehen, bei dem Emergency Descent, dass also dort die Kabinenhöhe extremst angestiegen ist und ja, und dann muss man dementsprechend dann handeln. Ja, das wäre also jetzt der Fall einer Rapid Decompression. Da ist das ja richtig abgegangen, ne? Die Kabine ist dann sehr stark gestiegen. Gut, wir haben verschiedene Stadien dieses Systems. Und zwar gucken wir uns doch erstmal das Ganze im Cockpit an, was uns dort heute erwartet, mit welchen Instrumenten oder so wir uns hier heute beschäftigen müssen. Und zwar haben wir da natürlich auch wieder die verschiedenen ECAM-Seiten. Zunächst haben wir diese Cabin-Press-Seite. Press, ne? Cabin braucht ihr euch nicht melden, aber Press, das heißt schon Pressurization, ne? Häufig verwechselt man immer Bleed, Cont und Press-Seite. Ne? Das ist immer so ein
Aber weiß man ja, was ist da noch drauf und da noch drauf? Also Presse sagt schon das Wort Pressurization. Da wisst ihr, dass alles dort aufgeführt ist, was damit zusammenhängt. So, und was wir hier uns anschauen werden, ist der obere Bereich. Und hier in diesem Rechteck gucken wir uns den rechts unten Bereich an. Hier, das ist das sogenannte Outflow Valve, die Position des Outflow Valves. Und dann haben wir noch aus letzter Woche, will ich euch gerne nachliefern, wir hatten da ja auch diese Cabin Press Seite uns nur kurz im Buch angeschaut. Und hier hatten wir Pack 1 und Pack 2. Also hier haben wir auch nochmal eine Information, dass diese beiden Packs laufen. Ja, aber im oberen Bereich und dieses Bereich und hier auch diese an der Seite, die sogenannten Safety Valves, auch die gucken wir uns heute an. Das wäre also der erste Punkt. Dann haben wir noch die zweite Seite, das ist die sogenannte Door-Seite, die ist hier. Was finden wir hier? Ja, nicht viel Information. Ne? Da finden wir hier die Vertical Speed in Feet per Minute, so wie ihr das auch von dem Flugzeug her kennt. So kennen wir das hier auch für die Druckkabine. Auch die kann ja mit einer Fußzahl pro Minute steigen oder sinken. Und auch hier finden wir diese Information. Und was noch wichtig ist, wenn wir gar keine Seite gedrückt haben, dann sind wir ja auf der Cruise-Seite. Und die gibt uns nochmal einen Überblick. Und zwar haben wir letzte Woche ja hier dieses Fenster uns angeschaut, im Hinblick auf die Temperatur in den verschiedenen Zonen des Flugzeugs. Aber hier haben wir auch noch einen Überblick, was unsere Druckkabine anbelangt. Und zwar finden wir hier einmal Delta P und PSI. Das ist also der Unterschied zwischen dem Luftdruck, der draußen herrscht, und dem Luftdruck, der in der Kabine herrscht. Da haben wir jetzt im Moment einen Unterschied von 7,8 PSI. Dann finden wir hier die Landing Elevation. Auch das wird uns noch gleich beschäftigen. Und hier haben wir die beiden Informationen. Auch hier wieder die Vertical Speed, unser Kabinendruckhöhe, und die eigentliche Höhe. Also wir können sagen, wie hoch ist der Berg, auf dem wir gerade stehen? In dem Fall ist er 7300 Fuß. Wir befinden uns also auf einem Berg von 7300 Fuß. Das sagt uns diese Kabinenaltitude. Naja, und dann haben wir das Ganze auch im Overhead Panel. Da haben wir hier das sogenannte Pressurization Panel. Das sind nicht viele Schalter, ne? Das sind hier diese vier Möglichkeiten. Und das ist hier das Cabin Pressurization Panel. Auch das wird heute Gegenstand des Unterrichts. Die vier Stadien will ich euch ganz kurz erklären. Wir hatten ja gesagt, dieses Outflow Valve, diese Klappe hinten am Flugzeug, an der Seite eher gesagt, hinten an der Seite, die regelt das Ganze. Die geht auf, die geht zu, die geht millimeterweise auf, wenn man im Reiseflug ist, damit man diese PSI, diesen Unterschied zwischen draußen und drin gut kompensieren kann. Da gibt es ja nur kleine Veränderungen. Nehmen wir mal einen Luftballon, da wo ihr also aufblast, wenn ihr das Loch groß macht, dann entweicht die Luft sehr schnell. Und wenn ihr das nur ganz klein macht, dann geht das relativ langsam, dass die Luft entweicht. Naja, und das ist immer mit so einem Fenster, mit so einer Klappe, Outflow Valve, genau das Gleiche. Wenn ich das voll aufmache, ja, dann haben wir schon sofort einen Druckausgleich. Das wollen wir ja nicht. Also ist das mit ganz figelinsches, feines Justieren des Outflow Valves, damit das alles geregelt wird. Brauchen wir irgendwie sowas am Boden? Nein, denn am Boden sind die Türen ja auf. Wir müssen die Türen ja auch aufmachen können. Wir brauchen also keinen Unterschied zwischen drin und draußen. Ne? Wir sind ja am Boden, wir können da ja atmen. Also kann das Outflow Valve am Boden völlig geöffnet sein, und das wird es auch in der sogenannten Ground Function. Am Boden ist das Ganze geöffnet. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir loslegen? During Takeoff. Ne? Wir fangen jetzt an, den Takeoff durchzuführen. Also wir machen Flex oder Toga. Was geht dann los? Ja, dann fängt schon die Kabine an zu arbeiten. Also dieser sogenannte Cabin Pressure Controller, das lernen wir gleich. Das ist also dieses Gerät, was das alles regelt automatisch. Und da geht das ganze Spiel schon los. Und nun kann man sagen, ja wieso? Am Boden, da ist ja der Luftdruck außen und drin identisch. Wieso muss er jetzt schon am Boden anfangen? Ja, das macht man aus Passenger Comfort Gründen. Man setzt jetzt das Flugzeug während des Takeoff-Runs schon unter Druck. Wir hätten also dann einen größeren Luftdruck als draußen.
Was würde das bedeuten? Um auch hier schon mal ein bisschen euch das Gefühl zu geben, was heißt das, wenn ich den Luftballon aufpumpe? Denn das ist ein ganz kompliziertes System, diese Pressurization, weil, und zwar für uns im Kopf, weil man ja, ah, wie soll ich erklären, macht man das in der Luft auf, steigt denn die Kabine, sinkt sie, bin ich aber in tieferen Luftschichten und macht das Outflow Valve auf, dann kann die Kabine wieder fallen, weil der Luftdruck ja unten geringer ist. Also das ist gar nicht so einfach, das wirklich im Kopf sich klar zu machen. Also gehen wir doch mal nur dieses einfache Beispiel durch. Wenn also am Boden jetzt schon Luft in die Kabine gepumpt wird und der Luftdruck sich erhöht, wo wäre jetzt die Cabin Altitude? Also wo wäre dieser Berg, auf dem wir stehen? Ist der jetzt höher als die Runway oder ist der tiefer als die Runway? Nun, ich hatte ja euch im Vorspann gesagt, dass vom Mittelpunkt der Erde bis zum Weltraum immer der Luftdruck abnimmt. Das heißt, sagen wir, unter Wasser ist das sehr groß, dann sagen wir 50 Meter unter Wasser, da ist der Luftdruck sehr groß. Ist ja auch durch den Wasser bedingt, aber Wasser besteht ja auch aus Luft. Also sagen wir, der Luftdruck ist sehr groß. Und wenn wir dann weiter hoch schwimmen, dann wird das schon weniger. Das merken wir auch an den Ohren, gerade die Taucher von euch. Wenn wir dann aus dem Wasser rausgehen, dann wird das noch weniger. Wenn wir dann in die Luft gehen, wird es noch weniger. Also der Luftdruck wird immer weniger. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich also den Luftballon aufblase, obwohl ich noch am Boden bin, dann bin ich plötzlich im Erdboden drin. Ne? Weil im Erdboden habe ich mehr Druck als außerhalb des Erdbodens. Warum? Weil ich näher am Erdmittelpunkt bin. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das heißt, wenn ich, sag mal, auf Meeresspiegel wäre mit unserer Landebahn und hier jetzt den Takeoff durchführe und ich blase die Kabine jetzt auf, dann wäre ich also im Erdboden, unter dem Erdboden, weil da herrscht nämlich dieser größere Druck. Und das macht der Cabin Pressure Controller schon während des Takeoff-Runs. Und zwar nur während des Takeoff-Runs, bis wir abheben. Und dann nicht mehr. Er fährt das Outflow Valve zu und pumpt auf. Und warum macht er das? Weil das etwas besser ist für unser Trommelfell. Wir blasen erst auf und wenn wir dann rotieren, dann geht das ganze Spiel los. Dann fängt die eigentliche Arbeit, wenn man so will, ja an. Und das macht man, weil wenn man jetzt rotiert mit dem Flugzeug bei dem Takeoff, dann hätte man, weil man ja relativ stark steigt, Mensch, wir steigen ja relativ stark mit so einem Gerät, nicht? Mit so einem 320, dann würde man ja ganz schnell schon viele hundert Meter hinter sich lassen. Das heißt, der Luftdruck würde abfallen und das kann eventuell dann bei einigen Passagieren zu einem, Surge nennt man das, zu einem plötzlichen Druck, eine plötzliche Druckveränderung kommen, die sehr unangenehm für das Trommelfell sein kann. Und aus dem Grund geht man erstmal in den Erdboden, bevor man dann wieder sich aus den Erdboden erhebt. Also das ist so die bildliche Vorstellung. Ja, deswegen macht man das. Und zwar nur für den Takeoff-Run. Das ist ja nicht lang. Keine Ahnung, 20 Sekunden oder was, dann ist vorbei. Ne? Das ist nicht lang. Aber immerhin, da wird die Kabine schon unter Druck gesetzt. Das wäre also jetzt der Takeoff-Run. Und wie sieht es im Flug aus? Naja, im Flug wird also das immer so angepasst, dass wir einen vernünftigen Luftdruck dort oben je nach Flughöhe A haben, die für die Passagiere angenehm ist. Und natürlich nicht nur angenehm, sondern das ist ja die Voraussetzung, um da eben halt atmen zu können. Also das wird dann nach einem vorgefertigten Ablaufplan, der softwareseits programmiert ist, das ist wahrscheinlich so eine Art Datenbank, in deren der Flughöhe des Flugzeugs muss die Druckkabine so und so hoch sein und das wird dann letztendlich abgearbeitet. Das ist eine vorprogrammierte Trajectory, also ein Flugprofil, was dann letztendlich abgeflogen wird. Ja, und wenn wir eine Landung durchführen, After Touchdown, dann beginnt der umgekehrte Prozess. Stück für Stück wird sich das dann weiter öffnen, dieses Outflow Valve, so dass wir dann am Boden völligen Druckausgleich haben. So, ich denke mal, jetzt haben wir schon relativ viel kennengelernt von der Pressurization, auch vielleicht im Kopf das einigermaßen dazu verstehen. Ich sage, das ist nicht so einfach.
Vor allen Dingen dann, wenn man Ausfall hat und jetzt muss ich eben halt sehen, was ich mit der Kabinendruckmanöle manuell mache, dann kommt das große P in den Augen und das sieht man im Simulator auch bei vielen Piloten zu Recht, weil das nicht so einfach ist. Gut, wer ist jetzt überhaupt dafür zuständig, diese ganze Automatik durchzuführen? Da haben wir zwei sogenannte Cabin Pressure Controller, die sogenannten CPCs. Die sind völlig identisch, fast identisch kann man sagen, aber für die Arbeitsweise sind sie identisch. Das sind die Hauptbestandteile des eigentlichen Pressurization Systems, wobei da haben wir noch was anderes. Wir haben einen sogenannten Residual Pressure Control Unit, das ist aber nur, hier seht ihr einen Stern, das ist optional. Und das kann man dazu kaufen. Das ist ein Gerät, was letztendlich in einem Notfall die Kabine wieder dekomprimiert. Also gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt gestartet und haben jetzt einen Notfall. Die Kabine ist vielleicht auch schon etwas gestiegen und wir müssen jetzt sofort umdrehen, landen und evakuieren. Dann muss ja während des Evakuierungsprozesses, damit wir die Türen öffnen können, muss ja die Kabinendruck, der muss ja gleich sein wie draußen. Also es muss ein Druckausgleich stattgefunden haben. Und da gibt es dann die Möglichkeit durch so ein, es gibt auch noch ein anderes System, aber das ist so ein spezielles System, was das genau garantiert, dass wenn wir also unter 100 Knoten, glaube ich war das, wenn wir unter 100 Knoten sind, oder wenn die Triebwerke aus sind, wenn beide Cabin Pressure Controller kaputt wären, ja, das ist die Voraussetzung, dass dann automatisch dieses System greift und sagt, okay, ich öffne dir jetzt das Outflow Valve, damit kein Druck mehr in der Kabine ist und du kannst dann die Türen öffnen und du kannst dann evakuieren. Das ist aber eine optionale Sache. So, zu dem ganzen Spiel gehört natürlich, da hatte ich ja schon im Vorspann darauf hingewiesen, das Outflow Valve, was hinten rechts an der Seite, ein bisschen weiter unten, aber so an der Seite, da ist dieses Outflow Valve, das ist so ein rechteckiger, viereckiger, was weiß ich, Klappe, Fenster, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Und das regelt letztendlich dann diesen Druck innerhalb der Kabine. Dieses Outflow Valve wird mechanisch bewegt. Das ist auch relativ kompakt. Das Ding ist sehr schwer. Dafür brauchen wir also Motoren, Stellmotoren, die dieses Outflow Valve bewegen. Und dafür haben wir drei Stück, drei Motoren. Da sehen wir schon mal die Wichtigkeit dessen. Zwei für den Automatikbereich und eine für den manuellen Bereich. Also wir können sowas auch natürlich manuell regeln. Und zu guter Letzt gehören dazu noch die sogenannten Safety Valves. Auch da haben wir zwei Stück von. Und zwar sind die dafür da, geht man davon aus, wir sind jetzt in der Reiseflughöhe und der Luftballon wird immer konstant gehalten, alles in Ordnung. Und nun verabschieden sich diese Cabin Pressure Controller, die sind jetzt beide kaputt. Naja, und trotzdem, die Packs laufen ja, das heißt, der Luftballon wird trotzdem immer weiter aufgeblasen. Beim Luftballon würde er dann platzen, ne? Und dazu haben wir die sogenannten Safety Valves. Und die sind dafür da, dass wir einen Überdruck in der Kabine vermeiden. Die werden dann letztendlich sich öffnen und man würde durch die Ventile dann den Druck langsam verlieren. Jedenfalls so, dass wir wieder in einem normalen Bereich sind. Dafür ist es gedacht. Oder es kann ja auch umgekehrt sein. Es kann ja auch sein, dass wir einen Unterdruck haben. Wir haben also in der Kabine plötzlich einen geringeren Luftdruck als draußen. Kann das passieren? Ja, kann passieren. Ne? Hatten wir eben besprochen. Wenn wir also schon einen Notfall haben, sind in 10.000 Fuß, müssen wieder umkehren. Und die beiden Pressure Controller, die haben sich verabschiedet. Wir müssen aber landen und evakuieren. Dann kann es ja sein, oder es kann zum Beispiel auch vorkommen, wenn man extrem stark sinkt. Das kann durchaus vorkommen. Wenn ihr also mit Open Descent und mit Speed Brakes und dann vielleicht noch mit 320 oder so mit der Speed richtig runterrasselt, dann schafft der Controller das nicht mehr so schnell. Schon alleine natürlich auch aus Pressurization Gründen, denn die maximale
Vertical Speed für den Descent sind 750 Fuß pro Minute. So, nun komme ich aus Flight Level 350. Meine Kabinendruckhöhe ist vielleicht in 8000 Fuß. Ich meine, da habe ich ja alleine schon eine große Differenz, ne? Zwischen 8000 und 35.000 Fuß ist natürlich schon eine große Differenz. Also eher irgendwann mal ich durch meinen extremst rasanten Sinkflug die Kabine jetzt eingeholt habe, denn die sinkt ja dann auch mit 750 Fuß die Minute, wenn ich so extrem runterrassel. Das dauert natürlich. Aber das ist auch mir schon vorgekommen, das passiert. Wenn man also diese Art von Descent durchführt, dann kann das sein, dass wir so schnell sinken, dass die Kabine nicht mehr hinterherkommt. Also sind wir schon tiefer. Und was ist mit tiefer? Da haben wir einen größeren Luftdruck. Wir wissen, ne, am Boden haben wir größeren Luftdruck als in der Luft. Also unser Flugzeug, die Flugzeughöhe, die ist schon da unten. Vielleicht in 2000 Fuß. Aber unsere Kabinendruckhöhe, die ist vielleicht noch in 4.000 oder 5.000 Fuß. Ne, weil wir so stark gesunken sind. Und dafür sind diese Safety Valves ebenfalls. Das heißt, sie gehen also in beide Richtungen auf. Entweder haben wir den Luftballon zu stark aufgeblasen, oder wir haben sogar einen Unterdruck. Auch dann öffnen sich diese Ventile. Ne? Also und diese vier Sachen, die gehören also letztendlich zu diesem ganzen Pressurization-System und das spielt so ineinander Hand in Hand. Diese drei Motoren, zwei für den automatischen Bereich und eine für den elektrischen Bereich, für den manuellen Bereich, die sind mit dem Outflow Valve verbunden, damit eben halt sich das Ding bewegen kann. Jeder Cabin Pressure Controller hat seinen speziellen Motor. Ne? Also, ich sag's mal, Cabin Pressure Controller 1 hat den Motor Nummer 1. Und das Zweiersystem hat den Zweiermotor zum Beispiel. Das ist fest verankert und da haben wir ja eben halt noch diesen manuellen Motor, der ist ja auch noch da. Wir hatten letzte Woche ja schon mal über den Ditching-Button gesprochen. Wenn wir also notwassern, Hudson River, lässt grüßen, dann haben wir ja gesagt, dieser Ditching-Button, der schließt alle Ventile und Klappen unterhalb der sogenannten Waterline, dieser Floating-Line. Sonst würde das Ding voll laufen und dann so ein Flugzeug sinkt übrigens nicht schnell. Ja, sinkt nicht schnell. Wenn ich natürlich mitten auf dem Ozean bei extremsten Sturm, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding dann relativ schnell sinkt. Aber im Normalfall sinkt ein Flugzeug nicht so schnell. Aber das nur unter der Voraussetzung, dass ich natürlich alle Fenster und Türen geschlossen habe. Und wenn ich dann eben halt so einen Outflow-Valve habe, was unterhalb dieser Wasserlinie ist, dann würde das da reinlaufen und dann wird es relativ schnell sinken. Und deswegen haben wir ja diesen Ditching-Button. Und dieser Ditching-Button, der schließt eben halt auch das Outflow-Valve. Alle Klappen werden durch den Ditching-Button unterhalb dieser Floating-Line geschlossen, aber das Outflow-Valve ist eine Klappe, die dort mit reinfällt. Diese beiden Cabin Pressure Controller arbeiten völlig automatisch. Genauso wie wir das kennengelernt haben mit der Air Condition, die war ja mehr oder weniger auch automatisch. Das ist eine schöne Sache und das macht das Leben enorm einfach. Denn wenn wir das alles manuell regeln müssten, dann wäre das nicht nur sehr kompliziert und sehr schwierig, sondern ich glaube auch nicht, dass die Passagiere gerne mit uns fliegen würden, weil so genau kann man das gar nicht steuern. Das wird so aufs Trommelfell gehen. Das würden die, glaube ich, einmal machen und dann haben sie genug mit Fliegen. Also das ist nicht so ohne. Also der Automatikbereich ist der Standardbereich. Wir haben aber auch noch zwei Zustände, die wir ebenfalls hiermit betätigen können. Das ist der semi-automatische, also ein halbautomatischer Modus. Wo ist jetzt da der Unterschied? Das ist ganz einfach. Dieser Cabin Pressure Controller, das sehen wir gleich anhand der Schematik an der Architektur, der braucht Informationen, ne? Wie unser Cabin Pressure, also wie unser ACSC, also unser Air Condition Pressure Controller, haben wir ja auch kennengelernt, ne? Air Condition Controller,
der braucht ja auch diese Informationen. Wir haben ja überlegt, ne, und gesehen, dass er da an einen Pack angeschlossen war und an den verschiedenen Systemen, an den Ventilen. Da gab es überall diese Verbindung. Und genauso braucht auch unser Pressure Controller ebenfalls diese verschiedene Informationen. Und eine Information ist die Landing Elevation. Die Landing Elevation ist natürlich schon wichtig, denn wenn ich jetzt zum Beispiel vom Boden starte und ich lande auch wieder in Meereshöhe, dann ist natürlich dieses Profil, was er dann erstellt, wonach er dann arbeitet, ein anderes, als wenn ich auf Meereshöhe starte und vielleicht lande in 8000 Fuß. Ja, leuchtet ein, sicherlich. Und deswegen ist also diese Landing Elevation eine Information, die wichtig ist. Die kriegt er aus unserer Database vom Flight Management and Guidance Computer oder vom System. Ne? Der stellt das dann zur Verfügung. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, und das wäre ja dann, wenn dieses System kaputt wäre, also das informationsgebende System an den Cabin Pressure Controller, dann hat er diese Information nicht. Was soll er denn machen? Ja, und dann müssen wir das manuell ihm mitteilen, wo wir landen, auf welcher Flughöhe, also auf welcher Landing Elevation. Und das wäre schon alles, wenn wir über Halbautomatik reden. Das können wir im Overhead-Panel einstellen. Ja, gehen wir mal kurz rein. Zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar hier ist dieser Schalter Landing Elevation. Ja, der steht jetzt hier auf der 12 Uhr Position. Das wäre also automatisch. Also unser Flight Management and Guidance System gibt diese Information der Landung dann weiter. Wenn wir aber jetzt da diese Information nicht mehr haben, dann müssten wir hier an dem Rädchen drehen und müssten diese Kabinenhöhe eingeben. Das kann man auf dem Rädchen relativ ungenau, deswegen sieht man dann das, was man einstellt, auch im ICAM, das sehen wir nachher noch. Aber nur, dass ihr da schon mal den Schalter kennt. Das wäre also der Semi-Bereich, semi-automatisch. Und nur das, ne? Alles andere. Die Cabin Pressure Controller sind ja noch in Ordnung, die laufen ja noch. Ne? Nur die Information, die an den weitergegeben wird, die ist gekappt. Naja, und dann gebe ich diese Information mal eben und dann ist gut. Ne? Also deswegen ist es letztendlich immer noch mehr oder weniger vollautomatisch, nur dass wir die Informationen weiterreichen. Und deswegen nennt man das Ganze dann semi-automatisch. Wie können wir das noch regeln? Wir könnten es völlig manuell machen. Wir könnten das ganze System umgehen, indem wir den manuellen Mode einschalten. Und dann müssen wir selbst sehen mit dem Outflow Valve öffnen, schließen, so dass wir das hinbekommen. Und auch das gucken wir uns gerne nochmal eben an. Hier sind wir jetzt im Pressurization Panel. Der Ditching Button, den kennen wir ja schon. Ne? Darauf brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal eingehen. Floating Line, alles darunter wird geschlossen. Landing Innovation, manuell einzustellen, haben wir gerade eben gesehen. Und das ist jetzt hier der manuelle Bereich. Wenn ich hier drauf drücke auf Manual, dann habe ich jetzt auf manuell umgeschaltet. Und dann, wenn das hier so steht, müsste ich hier dann das Outflow Valve aufmachen oder schließen. Auch das gucken wir uns nachher an. Damit haben wir eigentlich das ganze Panel schon besprochen. Ihr seht, so schwer ist es dann nicht. So viele Möglichkeiten, irgendwo dran zu drehen, gibt es eigentlich gar nicht. Also das wäre der manuelle Bereich, aber normalerweise ist es eben halt im völlig fully automatic System. So, jetzt wollen wir mal dazu übergehen, uns mal zu unterhalten, welche Information benötigt jetzt eigentlich dieser Cabin Pressure Controller oder eigentlich diese beiden? Ne? Die sind miteinander über ein Crosslink-Kabel verbunden, so wie wir das auch von der MCDU kennen. Ne? Da gibt es auch ein Kabel, was das Ganze miteinander, ein Synchronisationskabel, so würde ich es mal sagen. Ne? Also wir haben eine Synchronisierung zwischen diesen beiden Controllern. Und welche Informationen werden da nun synchronisiert und überhaupt weitergereicht? Zunächst einmal die Information Flight Management and Guidance System. Ne? Diese Information wird da zum Beispiel weitergegeben, die Landing Elevation oder da werden auch andere Informationen weitergegeben. Aber die gucken wir uns gleich gemeinsam an. Ich will da nicht so vorgreifen, weil das wird dann zu
zu abstrakt. Ne? Man muss es sehen. Man muss immer was sehen, um es besser verstehen zu können. Also das ist der eine. Die manuelle Selektierung der Landing Elevation haben wir schon drüber gesprochen. Okay. Und manuell haben wir schon drüber gesprochen. So, dann gehen wir mal zu dieser Architektur und gucken uns mal an, wie das aussieht. In der Mitte seht ihr die beiden Cabin Pressure Controller, 1 und 2. Wir haben immer ein aktives System und wir haben ein passives oder ein Backup-System. Wenn also ein System ausfällt, übernimmt automatisch das andere. Ohne dass wir da irgendwelche Hand anlegen müssen, das passiert alles im Hintergrund. Wir würden es letztendlich kaum noch, wir kriegen eine ICAM und so weiter, aber letztendlich würden wir es gar nicht groß mitkriegen, das ist passiert alles im Hintergrund. Das sind die beiden Hauptsysteme. So, und jetzt gucken wir uns mal die Information an. Achso, vielleicht erstmal hier zu den Motoren, zu dem Outflow Valve. Hier, wir hatten ja gesagt, jeder Motor ist dem jeweiligen Controller zugewiesen. Also Motor 1, dem Cabin Pressure Controller 1 und Motor 2 für das Zweiersystem. Und dann haben wir hier, wir hatten ja eben hier das Panel schon mal angeguckt mit dem Mode Selector auf manuell. Dann wird automatisch hier dieser manuelle Motor in Betrieb genommen. Selbst wenn jetzt hier das System mal ausfallen sollte, der Cabin Pressure Controller, brauchen wir noch extra Strom. Das ist hier das sogenannte Manual Backup. Wir haben hier also eine Stromversorgung, die dann letztendlich weitergegeben wird. Gut, das ist Manual Backup. Sodass also immer irgendwie ein Backup-System noch da ist. So. Information. Letzte Woche haben wir ja schon ausführlich über diesen Emergency RAM Air Switch gesprochen. Da haben wir kennengelernt, dass das also ein Ventil ist, was zur Mixing Unit eventuell Luft einfließen oder auch ausfließen lassen kann. Sind wir in geringen Flughöfen, Höhen, dann würde die Luft sicherlich reinfließen, weil wir dort mehr oder weniger den gleichen Luftdruck haben. Wenn wir aber in höheren Bereichen fliegen, dann, und wir haben Smoke, ne, dann würde ja aufgrund des Druckgefälles würde sicherlich die Luft rausfließen aus der Mixer-Unit oder Mixing-Unit. Der Smoke würde rauskommen. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, wir können dieses Procedure nur dann anwenden, wenn wir schon in einer Flughöhe sind, die uns letztendlich keine Probleme mit der Flughöhe, also mit der Pressurization macht, ne? Denn wenn ich jetzt ein Ventil öffne, das Outflow Valve, haben wir ja gesagt, würde sich dann rein theoretisch öffnen. Und weil dieser Emergency RAM Air Switch an das Outflow Valve gekoppelt ist, und dafür ist das da, dann öffnet sich das und dann würden wir letztendlich die Druckkabine verlieren. Das ist ja natürlich nicht gerade im Sinne des Erfinders. Und deswegen wird das natürlich überwacht. Und wer überwacht das? Naja, dieser Cabin Pressure Controller überwacht das ebenfalls. Also wir können sicherlich das Ventil öffnen, keine Frage. Aber wir werden kein Problem mit unserer Druckkabine haben, weil der Cabin Pressure Controller sagt, Freundchen, wir sind noch in Fly Level 280, da kann ich dir leider das Outflow Valve nicht öffnen. Es tut mir ja furchtbar leid, dass du jetzt Rauch da in der Kabine hast. Aber ich werde dir jetzt nicht noch ein zweites Problem aufoktorieren, nur deswegen, weil ich das Outflow Valve öffne. Ja. Und aus dem Grund geht das dann nicht. Es sei denn, wir sind natürlich im komplett automatischen Modus. Da kann ich natürlich alles machen, das ist klar. Aber so erstmal nicht. Also diese Information der Schalterstellung des Emergency RAM Air Switch wird weitergegeben an diesen Controller. Und ihr seht hier auch dieses Crosslink-Kabel, diese Synchronisation zwischen diesen beiden Geräten. Dann haben wir die sogenannten ADRS. Das sind also die Air Data Inertial Reference System, nennt sich das. Wir merken uns mal Air Data Reference System. Das Inertial, das ist immer so ein bisschen irritierend und ich sage euch gleich, warum das irritierend ist. Was ist das erstmal? Wenn wir uns mal im Cockpit dann mal kurz angucken, da gibt es wahrscheinlich auch einige von euch, die da vielleicht etwas immer ins Schleudern kommen und das ist auch nicht schlimm, denn da muss man immer überlegen. Wir haben hier oben, links oben im Overhead-Panel, haben wir ja die sogenannten IR-Switches, also Inertial Reference. Und wir haben die ADR, die Air Data References. Ja.
Und wo ist jetzt da überhaupt der Unterschied? Das ist natürlich letztendlich ein Panel hier, ein ADRS-Panel, deswegen nennt sich das so. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen den ADRs und IRs? Tja, wie kann man sich das am besten merken? Also, fangen wir mit den ADRs in, also Air Data Reference nennt sich das. Ich halte es für sinnvoll, es als Aircraft Data Reference zu übersetzen. Wäre zwar nicht korrekt, aber wäre zum Verständnis etwas besser. Aircraft Data Reference. Warum? Weil das sind Basisinstrumente, die an jedem Flugzeug hängen. So auch an einer Cessna oder Piper. Das sind die Grundvoraussetzungen, um irgendwelche Informationen an das Flugzeug weiterzubekommen, begeben zu oder umgekehrt. Das Flugzeug gibt uns ja dann die Information in Form des Fahrtmessers, in Form des Höhenmessers, in Form der Temperatur. Dann gibt es noch bei größeren Flughäfen den Angle of Attack, den Temperature Probe und so weiter. Das heißt, das sind so Basisgeräte, die an jedem Flugzeug hängen. Und zwar Flugzeug. Deswegen sage ich, wenn wir das mit Aircraft übersetzen, ist es besser, als wenn wir es mit AirData übersetzen. Finde ich jedenfalls. Und was bekommt man mit diesen Instrumenten? Naja, man kriegt zum Beispiel mit dem Staurohr, ne, und mit dem statischen Luft kriegt man dann die Fahrt angezeigt, die Geschwindigkeit. Wir kriegen durch den statischen Abnehmer, kriegen wir die Höhe, ne, da haben wir noch einen Temperaturfühler draußen, da haben wir den Angle of Attack, der uns die Lage im Raum anzeigt. Das sind also alles Gerätschaften, die wirklich irgendwo an dem Flugzeug verbaut sind. Die Basisinformation, Aircraft Data Reference, ja, oder korrekt Air Data Reference. So, und die kriegen wir da angezeigt. So, und was, und jetzt passiert Folgendes. Die IRs, die Inertial Reference Gerätschaften, die wandeln jetzt diese Basisinformation von dem ADR um. Ich kann aus einer Indicated Airspeed, die ich ja mit dem ADR-System bekomme, durch das Staurohr und den statischen Druck, kann ich natürlich diese Indicated Airspeed umrechnen in eine Ground Speed, wenn ich den Wind zum Beispiel kenne. Wenn ich dann zum Beispiel auch mein Abdrift kenne, ja, der Wind kommt von rechts oder von links, ich werde so und so viel von meinem Kurs abgedriftet, also ich kriege mein Abdrift. Ich kriege andere Informationen, wie meine Attitude, also und meine Lage im Raum. Ich sag mal künstlicher Horizont. Ja? Also diese Basisinformationen werden weiter verarbeitet durch das Inertial Reference System, was mir andere Informationen dann rausgibt, die ich aber ohne die ADRs gar nicht bekommen würde. Ja? Gut, werden auch noch GPS und so weiter, aber mal jetzt ganz einfach gesprochen. Und deswegen kann man sich das merken, das ADR-IRS-System besteht aus ADRs, Basisinstrumente des Flugzeugs, die da angeschraubt sind, und Computer, Inertial Reference, die irgendwas mit den Informationen weitermachen. Okay, und warum erkläre ich das jetzt so genau? Weil uns dieses ADR-IRS den statischen Druck und den barometrischen Luftdruck oder die Korrektur, muss man eher sagen, weitergibt. Den statischen Druck, den bekommen wir ja über den statischen Abnehmer. Wir haben ja einen statischen Druckabnehmer als ADR-System. Auch eine Cessna hat das, sonst würde die Flughöhe ja gar nicht angezeigt werden. Und deswegen steckt in diesem eigentlich, tja, es steckt eigentlich mehr ADR als IR drin. Allerdings haben wir hier noch eine barometrische Korrektur. Und das macht wiederum das Inertial System und nicht das ADR. Also, um es einfach zu machen, der statische Luftdruck und die Korrektur dessen. Da gibt es ja, wie ihr wisst, nee, wisst ihr noch nicht, haben wir noch nicht besprochen in der Technik im PPL. Da gibt es dann eine Korrektur, die angelegt werden muss. Ne? Weil der statische Druck dann Schwankungen unterliegt, je nachdem, wo der sitzt und so. Da gibt es Instrumentenfehler und da gibt es Staudruckfehler und was weiß ich nicht alles. Das gucken wir uns dann nochmal.
Also deswegen muss das korrigiert werden. Dann haben wir schon drüber gesprochen, die Flight Management Guidance Computer, der gibt uns die Field Landing Elevation. Und wo kriegt er die her? Naja, aus der Database, der weiß ja, wohin wir fliegen und der weiß, in welchem, auf welcher Flugplatzhöhe dieser Flughafen liegt. Naja, und dann kriegt man also dort die Information. Und wenn er die Information eben halt nicht bekommt, weil dieses Flight Management System ausgefallen ist, ja, dann müssen wir eben halt tätig werden, indem wir das manuell einschalten, wie eben schon erklärt. Was gibt uns hier dieses System noch? Den QNH-Wert. Ihr erinnert euch, bei den Normal Procedures, bei der Descent Preparation, müssen wir ja die Wetterinformation dann eingeben auf die Seite. Und dazu gehört ja auch der QNH-Wert. Und der QNH-Wert muss eingegeben werden, damit eben halt die wirkliche Höhe auch berechnet werden kann. Wenn wir auf Meeresspiegel sind, dann wissen wir, dass wir dort sind. Und dann haben wir da den Luftdruck eingegeben, der dort gerade herrscht. Und dann zeigt uns der Höhenmesser 0 an, weil wir, sagen wir, genau auf Meeresspiegel sind. Okay. Aber sobald ich den QNH-Wert verändere, verhindere ich automatisch wieder die angezeigte Höhe. Obwohl sich ja mein Flugzeug ja nicht verändert hat. Ich bin ja nach wie vor da. Deswegen ist es sehr wichtig zu wissen, wie der QNH-Wert ist. Weil wir fliegen ja im unteren Bereich, wenn es dann zur Landung geht, immer nach dem Local QNH. Und wenn ich das umrechne, wenn ich also die wahre Höhe, auch das wird in der Technik im PPL-Unterricht kommen, wenn ich die wahre Höhe haben möchte, dann brauche ich die sogenannte QNH-Altitude, dann brauche ich eben halt diese Information. Denn dem Cabin Pressure Controller, dem ist das ja völlig egal, was du jetzt eigentlich da für einen QNH-Wert und was weiß ich nicht hast. Für ihn geht es ja darum, er muss die wahre Höhe berechnen. Ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir fliegen jetzt ja durch die Transition Altitude, dann stellen wir ja auf 1013, wenn ihr euch erinnert. Das ist ja der Standardluftdruck. Aber das machen wir ja nicht deswegen, dass das, was uns denn angezeigt wird, unsere wahre Höhe ist. Das ist ja nicht unsere wahre Höhe, das ist unsere Pressure Altitude, weil wir jedes Flugzeug über der Transition Altitude diese 1013 Hektopascal eingestellt haben. Aber wir wissen ja, dass diese 1013 voraussichtlich in diesem Gebiet, wo wir gerade fliegen, ja gar nicht herrschen. Herrscht ein ganz anderer Luftdruck. Das ist also ja nicht die wahre Höhe, die wir fliegen. Das ist eine angezeigte Höhe, ja, aber nicht die wahre Höhe. Aber wenn ich natürlich so ein ganzes System mit Pressure regeln will, dann brauche ich natürlich die wahre Höhe und nicht irgendwas Fiktives, was wir aus Controller-Sicht, Fluglotsen-Sicht jetzt so mal verabredet haben, dass wir da irgendwie einen QNH-Wert einstellen. Wir brauchen die wirkliche Höhe. Und deswegen brauchen wir auch den QNH-Wert, der damit letztendlich dann die wirkliche Höhe berechnet. Gut. Dann brauchen wir... Auch die kennen wir aus letzter Woche, Landing Gear Control Interface Unit. Das ist eine Unit, das hört sich immer alles so kompliziert an, was das alles so ist und so diese ganzen langen Namen. Was ist das? Das ist ein System, was erkennt, ob man am Boden ist oder nicht. Und das Flugzeug kann erkennen durch den Stoßdämpfer, wenn der reingedrückt ist. Wir hatten das auch in der ersten Folge kennengelernt, Compressed hieß das. Dann kann das Flugzeug erkennen, ah ja, okay, die befinden sich noch am Boden. Sobald dieser Stoßdämpfer auseinandergeht, uncompressed, dann erkennt die Landing Gear Control Interface Unit, okay, sie sind jetzt abgehoben. Und das muss dieser Controller ebenfalls wissen, denn wir haben ja gesagt, wohin, wenn wir schon den Takeoff-Run durchführen, da sind wir zwar noch am Boden, aber da geht das schon los. Da wird unsere Kabine schon aufgeblasen. Wir werden uns also in den Erdboden rein begeben mit unserer Druckkabine. Jedenfalls für den Anfang, bis wir abgehoben sind. Wegen diesem Trommelfell, wegen der Trommelfellproblematik. Ne? Angenehmer. Also diese Informationen müssen ebenfalls bekannt sein. Und... wie weiß jetzt das Flugzeug, dass wir jetzt auf Flex oder Toga gesetzt haben? Das heißt, das ganze Spiel beginnt jetzt. Wann muss er jetzt anfangen, die Kabine, also Outflow Valve zu schließen und die Kabine schon mit 400 Fuß zu pressurisieren? Wie weiß er das? Das weiß er durch die Engine Interface Unit. Das ist also hier auch ein System, was letztendlich die Schalterstellung unserer Gashebel dort weitergibt. Also diese Engine Unit, die erkennt,
okay, ich habe jetzt den Gashebel so und so weit nach vorne getan. Und das hat ja eben halt in Verbindung mit dieser, mit dem eben besprochenen ja dann die Auswirkung, dass es schon losgeht mit der Kabinendruck. Und das muss weitergegeben an den Cabin Pressure Controller. Und diese ganzen Informationen werden selbstverständlich natürlich angezeigt auf dem ICAM. Haben wir schon gesehen. Und auch für den Warning Computer. Denn wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll und die Kabinendruckhöhe steigt, unermesslich, dann müssen wir diese Information, diese Warnung, müssen wir angezeigt bekommen. Und das kriegen wir ebenfalls. Also dieses Manual Backup, diese Sektion des Manual Backups ist dafür zuständig, das weiterzugeben an die Monitore. Hier im unteren Bereich finden wir jetzt das Outflow Valve. Dieses haben wir eben schon auf der Seite gesehen, aber das machen wir nachher nochmal. Und hier haben wir die Safety Valves. Und that's it, ne? Alle Informationen, die natürlich an den Cabin Pressure Controller hier gegeben werden, werden natürlich auch an den Zweier Controller mit einem extra Kabel weitergeleitet. Natürlich ist es so, dass das miteinander verbunden ist. Die Synchronisation findet statt. Aber was würde bedeuten, wenn jetzt hier dieser Controller ausfällt und die ganzen Informationen durch Datenkabel würden nur hier dran verbunden sein? Ja, dann würde ja letztendlich der zweite Controller auch damit ausfallen. Das wäre ja keine Redundanz. Also wir haben jetzt hier zwei Kabel. Ne? Von jedem einzelnen Informationsgehalt geht dieses Kabel natürlich ebenfalls an den Cabin Pressure Controller 2. Und trotzdem unterhalten sie sich noch untereinander. Ja, und hier steht letztendlich alles das, was ich euch gerade nochmal erklärt habe. Das wollen wir jetzt nicht alles nochmal. Das könnt ihr ja ein bisschen anhalten, dann könnt ihr das auch gerne nochmal lesen, damit ihr das überprüft, was ich euch erzählt habe. Und sonst ist hier nichts zu sagen. Ja, einer ist aktiv, klar, und einer ist im Standby. Geht der kaputt, wechselt er automatisch. Ne? Und ja, das ist das, was hier bekannt gegeben wird. Ja, und wir brauchen auch noch ein extra Power Supply, also eine extra Stromversorgung im Falle der Fälle, die an dem 1er-Controller dranhängt, sodass also, wenn wir in Manuell-Modus sind, kriegen wir diese extra Stromversorgung. Und gleichzeitig in dieser Backup-Section, die wir gesehen haben auf dem Schaubild, wird also die Kabinenaltitude und auch das, ja, das Pressure-Signal an die Monitore weitergegeben, wenn wir im manuellen Modus sind. Outflow Valve haben wir auch schon besprochen. Zwei Motoren für den automatischen Bereich und ein Motor für den manuellen Bereich. Und ja, alles andere haben wir schon besprochen. Brauchen wir gar nicht mehr. Sehr gut. Ja, hier wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Das haben wir letzte Woche eigentlich auch schon kennengelernt. Es geht darum, mit diesem RAM-R, immer wieder dieser RAM-R-Switch, da steht jetzt eben halt, dass das Ganze von diesem Cabin Pressure Controller überwacht wird. Also wenn wir diesen Push-Button drücken und wir wären jetzt über ein PSI, also wenn der Luftdruck außen und drin mehr als ein PSI sein würde, also Delta P, dann würde das Outflow Valve sich nicht öffnen. Also der Cabin Pressure Controller überwacht das und sagt, mache ich nicht. Ne? Wenn das unter einem PSI ist, dann allerdings ja. Das wäre dann so irgendwo in Regionen um die 10.000, 12.000, 13.000 Fuß, irgendwie so in dem Bereich. Da würde das Outflow Valve dann um 50% öffnen und den Druckausgleich dann stattfinden lassen. Wobei, wir haben ja gesagt, dieser RAM, er ist ja insbesondere dafür gedacht, für den, wenn wir eben halt ein Pack verloren haben, die Packs verloren haben oder auch wenn wir Rauch haben, weil in dem Fall brauchen wir wieder Frischluft. Wir wissen, durch die Mixing Unit wird das alles miteinander vermischt und das ist nicht gut. Also brauchen wir eine Möglichkeit, das irgendwie wieder raussaugen zu lassen oder zu vermischen mit neuer Luft. Und dazu brauchen wir das Outflow Valve, was sich öffnet. Also wir sehen hier auch wieder, dass der Cabin Controller das Ganze überwacht. So, dann haben wir die Safety Valves. Die Safety Valves, auch die haben wir schon kennengelernt, sowohl für den Unterdruck als auch für den Überdruck.
Und zwar gibt es einen maximalen Druck, also Delta Pi ist 8,6 PSI. Wir kriegen zwar schon eine Warning ab 8,5, aber ab 8,6, da ist Schluss. Ne? Also der Luftballon darf nicht weiter aufgeblasen werden über 8,6, weil sonst die Safety Valves dann in Betrieb genommen werden automatisch und es gar nicht mehr zulassen. Und genauso natürlich auch, wenn wir Unterdruck haben, wenn wir also unter 1 PSI sind. Diese Safety Valves sind allerdings über dieser Wasserlinie. Ne? Die werden also dann durch diesen Ditching-Knopf nicht geschlossen, weil sie sind eben halt darüber. Sie brauchen nicht geschlossen werden. Dieser Residual Pressure Control Unit, also optional, das war das, wenn wir also eine abnorme Situation haben am Boden, weil wir vielleicht zurückgekommen sind, ja, dann kümmert sich dieser Controller darum, das Outflow Valve dann zu öffnen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass eben halt die beiden Cabin Pressure Controller kaputt sind, dass wir am Boden sind, entweder die Engines aus sind oder wir weniger als 100 Knoten haben. Ja, stimmt, sogar 100 Knoten, ja, hatte ich vorhin gesagt. Ja. Ja, was steht hier noch? Na ja, gut, wir kennen das jetzt schon mittlerweile alles. Ein Controller arbeitet immer zur Zeit. Einer ist aktiv und einer ist als Backup vorgesehen. Allerdings wechseln die immer. Und zwar 70 Sekunden nach der Landung. Wenn also die Landing Gear Interface Control Unit festgestellt hat, wir sind am Boden, dann nach 70 Sekunden wechselt das System automatisch, da ist ja die Kabine schon dekomprimiert, ne? Also ist kein Druck mehr da, dann wechselt das System automatisch auf den Zweier-Controller oder auf den Einser, je nachdem, auf den jeweiligen anderen Controller, sodass beide gleichermaßen abgenutzt in Anführungsstrichen werden. Für den Einflug der Einser, für den Zweierflug den Zweier. Ne? So wechselt das immer. Wenn natürlich ein System kaputt ist, wie ich sagte, dann ist natürlich klar, dann wechselt das. Wir hatten ja gesprochen, dass wir einen maximalen Delta Pi haben von 8,6 PSI. Okay, was entspricht das jetzt an Kabinenhöhe? Das muss ich auch wissen. Naja, es entspricht ungefähr 8000 Fuß. Also 8,6 und 8000 Fuß, das kann man sich ganz gut merken. Das eine ist Delta Pi und das andere ist die Kabinenhöhe. The controller normally uses the landing elevation and the QNH from the FMC. And the pressure altitude from ADRs. Haben wir auch schon kennengelernt. Wenn mal diese Funktion ausfallen sollte, dass also das Flight Management and Guidance System das jetzt nicht mehr an Informationen weitergibt, dann wird der Baro die Anzeige, die ich oder den Wert, den ich als QNH gestellt habe, bei mir auf der Kapitänsseite, wird dann übernommen. Na? Und wenn ich das manuell mit der Landing Elevation machen muss, muss ich das da eben halt einstellen. So, jetzt haben wir 6 Stadien, die jetzt eintreten können. Das ist also Ground, Takeoff, Climb, Cruise, dann haben wir den Descent und Abort. Das Outflow Valve ist am Boden grundsätzlich voll geöffnet. Macht ja auch Sinn. Wir brauchen ja keinen Druckunterschied. Warum? Weil die Luft draußen und drin ist ja die gleiche. Wir haben ja auch gerade die Türen geöffnet. Also das wäre ja albern, wenn wir da schon die Druckkabine aufblasen. Also vor dem Takeoff ist das Outflow Valve völlig geöffnet. Und nach dem Takeoff, und zwar 55 Sekunden nach dem Takeoff, ist das Outflow Valve ebenfalls geöffnet. Falls es so sein sollte, dass noch Restdruck in der Kabine herrscht während des Touchdowns, dann würde das Outflow Valve relativ schnell öffnen. Ne? Und after 55 Sekunden ist es komplett geöffnet, aber es würde dann schon öffnen
und würde dann das natürlich nicht radikal machen. Also nicht jetzt total das Outflow-Wiff auffallen und dann knallt das einmal, weil wir jetzt den kompletten Druckausfall haben, also Druckausgleich haben, sondern das macht er dann auch ein bisschen entspannt mit 500 Fuß die Minute. Das kann durchaus der Fall sein. Dann haben wir den Takeoff, da haben wir schon drüber gesprochen. Wenn wir Takeoff Thrust geben, dann wird die Kabine nach unten versetzt in den Erdboden herein, weil dort mehr Luftdruck herrscht als über dem Erdboden. Also mit 400 Fuß die Minute wird Delta P auf 0,1 PSI aufgepumpt, bis wir dann abheben. Also das ist nur für den Takeoff ran, mehr ist es nicht. Ne? Und dann sind wir in der sogenannten Climb Phase. Und die Climb Phase, da gibt es, was hatte ich schon angekündigt, ein vorgefertigtes Programm, was dort hinterlegt ist, in Software wahrscheinlich, mit einer Datenbank, so der Flughöhe muss so und so Kabinenhöhe sein und so weiter. Und das ist so ein Ablaufplan, die dieser Cabin Pressure Controller dann abfährt. Und das ist, fängt dann an, sobald wir rotieren, abgehoben sind, da ist dann die Climb-Phase aktiv und dann wird das Programm abgespult. In der Reiseflughöhe, da versucht der Controller das konstant zu halten, je nachdem, was in der Datenbank steht. Haben wir vielleicht Flight Level 350, dann wird wahrscheinlich vielleicht so knapp 8000 Fuß ungefähr die Kabinendruckhöhe schon sein. Und das wird dann immer durch das Outflow Valve geregelt. Das sind natürlich ganz feine Öffnungen. Also das Outflow Valve ist ein ganz figelinisches Detail, denn da machen schon ein paar Millimeter extremst viel aus. Das muss sehr fein justiert werden, damit man das Ganze so hinbekommt. Sonst klappt das alles nicht. Ne? 8000 Fuß, das ist jetzt der, das ist so die mehr oder weniger die maximale Höhe. Dann kommen wir zum Descent. Wie läuft es da ab? Nun, wenn ich ein Profil habe, was eingespeichert worden ist, also ein Höhenablaufprofil, dann fällt es dem Cabin-Controller natürlich auch einfacher, das so zu planen, weil er ja die Landing Elevation bekommt von dem System und sonst von uns, dass er weiß, wie viel muss ich jetzt die Kabine runterregeln, damit ich beim Touchdown letztendlich ein ausgeglichenes Flugzeug habe, mit anderen Worten, komplett das Flugzeug dekomprimiert habe. Und die maximale Sinkrate der Cabin Pressure Controller ist 750 Fuß die Minute. Und das ist ganz interessant. Es kann also durchaus sein, wenn man jetzt extremst schnell sinkt, also wirklich extremst, dann kann das durchaus sein, dass die Kabine nicht hinterherkommt. Also wenn ich mit 320 Open Descent, Speed Brakes arbeite, je nachdem aus welcher Höhe ich komme, kann das sein, dass ich die Druckkabine überlaufe. Ja? Also in der Kabine, da haben wir plötzlich einen umgekehrten Druck. Ja? Ich habe also dann außen vielleicht schon mehr Druck als in der Kabine, weil ich zu schnell gesunken bin. Das kann passieren. Ist nicht häufig der Fall, aber rein theoretisch, mir ist es auch schon passiert, kann das vorkommen. Und wenn das dann zu viel ist, dann haben wir ja die Safety Valves, die da entgegenarbeiten. Aber häufig ist die Kabine dann nicht mehr in der Lage, das so schnell zu regeln, selbst wenn wir am Boden sind. Und dann öffnet sich ja das Outflow Valve und dann mit 500 Fuß wird die Kabine dann abgeregelt pro Minute. Wenn man sich mal überlegt, dass wir vielleicht 10 Minuten taxien, ne, dann haben wir also schon genügend Zeit, die Kabine wieder zu dekomprimieren. Und dann gibt es noch den Abort. Wenn wir also nach dem Takeoff, wenn das System merkt, wir steigen nicht mehr, dann geht das System von einem Notfall aus und dann setzt dieser Cabin Pressure Controller automatisch wieder als Ziel, das was früher die Landing Elevation war, das war ja sein Ziel, da wollte er ja eigentlich hin. Wenn er aber merkt, es gibt einen Notfall und wir steigen nicht mehr und dann ist das für ihn das Gleiche, dann nimmt er nicht mehr die Landing Elevation, sondern er nimmt wieder die Takeoff Altitude, also die Takeoff Elevation. Ne, er setzt, also er steigt nicht mehr weiter, die Kabinendruckhöhe steigt nicht mehr weiter an, wäre ja sehr kontraproduktiv, wenn wir evakuieren müssen, sondern er tauscht die Landing Elevation aus mit der Takeoff Elevation, damit auch die Kabinendruckhöhe, falls sie schon aufgebaut hat, wieder sinkt, damit wir dann letztendlich evakuieren können. Muss ja keine Evakuierung sein, kann ja auch sein, wir haben medizinischen Notfall und die Ärzte müssen schnell an Bord oder so. Da kann ich ja nicht eine halbe Stunde warten, bis erst die Dekomprimierung stattgefunden hat. Das kann ja nicht sein.
Ne? Also sowas gibt es. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal vom Profil an. Das ist ganz interessant. Wir haben also hier die Elevation, wo wir jetzt den Takeoff durchführen. Und hier haben wir die verschiedenen Stadien. Ne? Ground, Pressurization, Pressurization, Deep Pressurization und Ground. Und am Boden ist ja gar nichts, da ist das Output Valve ja geöffnet. Ne? Da passiert erstmal gar nichts. Wenn wir aber dann hier an unserem Startpunkt sind, auf der Runway und Takeoff Thrust geben, dann passiert genau das, was ich euch schon erklärt hatte. Wir gehen in den Erdboden rein. Ne? Wir setzen die Kabine unter Druck. Und mehr Druck ist immer unter uns, nie über uns. Also sinken wir von der Kabinendruckhöhe in den Boden rein. Und zwar passiert das mit 400 Fuß die Minute für die paar Sekunden, bis wir dann abgehoben sind. Und das entspricht dann einer Delta Pi von 0,1 PSI. Das kann ja auch nicht so viel sein. Erstmal reicht die Zeit nicht. Und zweitens wäre das ja fatal, weil dann haben wir ja doch wieder Probleme mit dem Trommelfell. Und wenn wir dann hier, kommen wir ja eigentlich aus dem Boden, muss man sagen. Ne? Wir kommen ja aus dem Boden, nicht von hier. Das ist ja der Erdboden, aber wir sind ja unterhalb des Erdbodens mit der Kabinendruckhöhe. Dann beginnt das eigentliche Climb-Profil. Ja. Und das wird dann das liegt dann unter gleich 8,06 PSI. Da wird das normalerweise gehalten. Denn die 8,6 ist ja der maximale Bereich, der maximale Wert. Ne? Und 8,06, das muss darunter liegen irgendwo. Ne? Und 8,6 ist das Maximale und kleiner als oder kleiner gleich 8,06, das ist hier so da, wird das so letztendlich im Datenbankprofil hinterlegt, so kann man das sagen. So, und jetzt haben wir den Fall, dass die Elevation vielleicht ein bisschen höher liegt, 100 Fuß oder was. Deswegen ist diese Elevation hier etwas höher als diese Elevation. Und das weiß ja dieses System durch die FMGC und, falls es ausfällt, durch uns. Also hier müssen wir landen. Aber wir gucken wir mal an, was passiert. Das Flugzeug versucht dann auch, die Kabinendruckhöhe ebenfalls wieder weiter zu pressurisieren, also unter Druck zu setzen. Also genauso wie es hier passiert ist, ja, genau wie es hier passiert ist, dass wir in den Erdboden reinsinken, so ist es hier ebenfalls. Wir sinken wieder tiefer als die eigentliche Landing Elevation. Und zwar auch wieder mit 0,1 PSI. Ja, wir müssen immer die Flughöhe und die Kabinenhöhe, sind zwei völlig verschiedene Sachen, müssen wir unterscheiden. Ja, wir landen natürlich hier oben, denn das ist die Elevation, aber unsere Kabine ist bei unserer alten Elevation in diesem Fall. Ja, sie wird auf 0,1 PSI nochmal aufgepumpt im Verhältnis zu unserer Landing Elevation. Und wird dann, das haben wir schon kennengelernt, innerhalb der 55 Sekunden mit 500 Fuß die Minute wieder depressurized. Also wir haben wieder mehr Druck am Boden, wenn wir getouched sind. Und dann öffnet das Outflow Valve, ja. Innerhalb von 55 Sekunden wäre es voll geöffnet, das kennen wir schon. Und innerhalb dieser 55 Sekunden passt er das so an, dass wir wieder mit 500 Fuß die Minute steigen. Denn wir müssen ja hier auf die Elevation kommen, damit der Druckausgleich wieder stattfindet. Und dann ist das Teil wieder komplett geöffnet. Und dann sind wir ja wieder am Boden. Und am Boden ist das Outflow Valve ohnehin voll open. Das ist hier dieses Höhenprofil, was abgeflogen wird. Wir gehen also immer etwas tiefer wegen der Trommelfälle, weil das angenehmer ist für die Passagiere. Wir sinken erst im Boden und nachher sind wir auch unterhalb der eigentlichen Elevation beim Touchdown. Und zwar immer mit 0,1 PSI beim Takeoff und bei der Landung. So, und jetzt können wir das Ganze uns mal angucken, was passiert, wenn wir das Ganze manuell durchführen. Lang war es ja alles automatisch, aber manuell können wir das ebenfalls durchführen. Und dazu gehen wir ins Cockpit. Dazu machen wir am besten mal die Seite auch gleich auf, und zwar die Pressseite. Dann machen wir die Pause. Achso, ist gar keine Pause. Okay. So. Das Air Condition Panel brauchen wir nicht mehr.
Jetzt sind wir also hier. So, und jetzt gucken wir uns mal nur diesen Bereich an. Wir gehen die Schalter und die Anzeigen sowieso gleich durch, ne? Aber wo wir jetzt gerade hier dabei sind, können wir uns das ja mal angucken. Wir sehen hier das Outflow Valve. Wie sieht der Status im Moment aus? Wir sind im Moment in, gucken wir mal eben, in Flight Level 350 oder was? Hier in Flight Level 350 befindet sich unser Flugzeug. Unsere Kabinendruckhöhe ist im Moment in 7300 Fuß. Also unser Berg im Moment, in dem wir, auf dem wir stehen, ist 7300 Fuß. Wir haben keine Vertical Speed, weil wir im Reiseflug sind. Das heißt, es wird jetzt mehr oder weniger gehalten. Das kann mal um 50 oder 100 Fuß mal kurzzeitig variieren. Das ist eben halt nicht so ganz einfach, auch für das Outflow Valve nicht. Und der Unterschied zwischen draußen und drin beträgt 7,8 PSI. Also wir sind schon relativ dicht an den 8,0. Und das hängt auch damit zusammen, weil unsere Reiseflughöhe ja schon sehr hoch ist. Ne? Denn viel höher geht es ja gar nicht. Ne? So 39.000 Fuß und ein paar zerquetschte, und das ist dann Maximum. Ne? Gut, und hier haben wir dieses Outflow Valve. Und im Moment ist der System Controller 2 aktiv. Das sehen wir hier dran. Der Zweier ist aktiv. Das können wir ändern. Und zwar schalten wir mal jetzt hier auf das Manuelle. Und warten mal 10 Sekunden. Ihr seht, das verschwindet schon. Wir schalten jetzt manuell mal auf den anderen Controller, wenn das hier funktioniert. Wir warten 10 Sekunden. Und wenn wir nach 10 Sekunden dann hier wieder reinschalten auf Automatik, machen wir mal, dann seht ihr, sehr schön implementiert, er wechselt dann jetzt auf den 1er Controller. Also jetzt ist das 1er System aktiv, eben war das das 2er. Also wenn man mal wechseln müsste, was ja eigentlich automatisch passiert, dann könnte man das machen, manuell 10 Sekunden drücken und dann wechselt er. So, gucken wir uns jetzt mal das Outflow Valve an und vor allen Dingen müssen wir jetzt mal ganz genau hier auf diese Anzeigen gucken. Wenn wir jetzt in den manuellen Modus gehen, dann haben wir, ich mach's nochmal weg, dann haben wir hier den Man Vertical Speed Control Schalter. Und hier haben wir einmal die Anzeige up und wir haben die Anzeige down. Das bezieht sich auf die Kabinendruckhöhe, also auf die Altitude, nicht auf Delta P. Also, wenn wir jetzt die jetzt ist ja das Outflow Valve leicht geöffnet, wie ihr seht, auch im automatischen Modus, das variiert immer ein bisschen, ne? Da geht es dann Vertical Speed mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, damit eben halt genau laut der Datenbank, die implementiert ist, das gehalten wird. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier auf manuell schalten. Und jetzt wollen wir, tja, jetzt ist nämlich schon die erste Frage, was wollen wir jetzt überhaupt machen? Wir wollen jetzt die Kabinendruckhöhe, ich möchte jetzt die Kabinendruckhöhe, jetzt habe ich schon wieder umgeschaltet, weil das eben auf 10 Sekunden aus war. Die möchte ich jetzt, tja, was möchte ich jetzt? Wollen wir sie mal, die Kabinendruckhöhe wollen wir, also die Altitude der Kabine wollen wir jetzt sinken lassen. Wir wollen sie sinken lassen. Wir wollen also, dass hier nicht mehr 7300 steht, sondern vielleicht 7000. So, was machen wir jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ich möchte tiefer gehen. Ich möchte nicht mehr auf 7300 Fuß stehen, sondern ich möchte auf 7000 meinen Berg haben. Was müsste man jetzt machen? Nun, der Schalter verrät uns das natürlich schon relativ einfach, denn wenn der Down steht, und wir wollen ja von 7300 auf 7000, dann ist auf jeden Fall schon mal klar, dass wir den Schalter nach unten machen müssen. Was hat das jetzt aber jetzt für Folge für das Outflow Valve? Würde das Outflow Valve schließen oder würde das Outflow Valve öffnen? Also würde der Zeiger weiter sich öffnen, dann würde das weiter geöffnet sein oder würde das komplett schließen hier an dieses schwachgraue Band ran? Was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten, wenn wir diesen Schalter jetzt nach unten schalten? Ja, wir wollen sinken mit der Kabine.
Von 7,3 auf 7, okay, ist klar. Aber was passiert das jetzt mit dem Outflow Valve? Naja, das Outflow Valve muss schließen. Es muss komplett schließen. Denn je mehr Druck wir jetzt haben in unserem Luftballon, desto tiefer wird unsere Cabin Altitude. Wenn ich das jetzt voll aufmachen würde, das war ja das Problem des REM-Airs, auch wenn das jetzt geklärt ist, das Problem. Aber wenn ich jetzt das Outflow Valve völlig öffne, dann habe ich letztendlich ja ein Fenster geöffnet. Damit würde ein Druckausgleich zwischen draußen und drin passieren. Und was passiert, wenn ein Druckausgleich stattfindet? Na, wir steigen doch. Wir steigen auf die eigentliche Flugzeughöhe und nicht mehr auf die Kabinendruckhöhen, die wir wollen. Also, wir müssen es schließen. Das machen wir jetzt mal. Ein Tipp vorweg, wenn ihr das mal manuell betätigt, einmal drücken, und zwar nur ganz kurz, Tipp, Tipp, sind immer 50 Fuß ungefähr, 50 Fuß Sinkrate. Das Ventil ist zwar unheimlich träge, aber unheimlich sensibel. Und wenn man da jetzt, sagen wir mal, 2-3 Sekunden auf Down drückt, dann würde sofort das Outflow Valve eine zu große Bewegung haben. Beim Schließen würde man ja noch sagen, ja gut, nicht so schlimm. Aber wenn ich es öffne, dann würde das sofort entweichen. Und das gucken wir uns auch gerne mal. Also, wir gehen auf manuell und wir machen jetzt mal auf Down. Und ihr seht schon, einmal getippt und ihr habt hier schon eben gesehen, was sich mit dem Outflow Valve getan hat. Und wir sind schon auf 7200. Wir sinken schon mit 400 Fuß. Und was passiert mit Delta Pi? Na, Delta Pi wird steigen. Weil wir ja jetzt noch tiefer sind, ja, als der Druck oder als unsere Flughöhe. Also wir werden ja immer tiefer, immer tiefer. Also das heißt, der Unterschied zwischen unserer Flughöhe und unserer Kabinenhöhe wird ja immer größer. Wenn also diese Zahl hier, die Kabinenhöhe, immer, immer kleiner wird, wird Delta Pi immer größer. Und das ist super kompliziert, je nachdem, in welcher Flughöhe man ist. Man muss sich wirklich zwingen, nochmal zu überlegen, wie das alles sein muss. Ist nicht so einfach. Auch für uns nicht da oben. Ihr seht, wir haben jetzt schon 7,9 und wir sinken immer noch mit 450 Fuß. So, und jetzt gehen wir mal wieder ein nach oben. So, und ihr seht einmal und es verändert sich schon was. Wir müssen nur den anzeigen, den müssen wir Zeit geben. Wenn wir nur einmal Klick machen, okay, aber dann müssen wir warten, was passiert. Wir dürfen nicht sagen, oh, da tut sich ja nichts, dann klicke ich mal gleich fünfmal hintereinander. Dann habt ihr solche großen Schwankungen, das funktioniert nicht. So, jetzt hat sich das einigermaßen eingespielt. Jetzt gehe ich nochmal einmal nach oben. Und schon steigen wir nämlich gleich wieder. Ihr seht das, schon steigen mit 100 Fuß. Das war schon fast zu viel. Also nochmal einmal runter. So, gucken wir mal, bis sich das wieder einpendelt. Und so müsste man das machen, wenn man das dann dementsprechend regelt. Und jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Jetzt wollen wir die Kabinenhöhe erhöhen. Was passiert jetzt? Genau der umgekehrte Fall. Also die Kabinenhöhe wird gleich steigen. Die Vertical Speed geht natürlich nach oben, denn wir steigen ja. Aber Delta Pi wird jetzt sinken. Also Delta Pi und Cabin Altitude ist immer entgegengesetzt. Wenn das eine steigt, sinkt das andere und umgekehrt. Wenn man in diesen Höhen sich jetzt hier aufhält. Jetzt machen wir das mal auf, das Outflow Valve. War ganz behutsam. Ah, das ist schon... Und wir sind auf 7,9. Wir wissen, 8,6 ist das Maximum. Und jetzt hier, die Kabinenhöhe steigt natürlich, klar, muss sie ja, weil die Vertical Speed nach oben geht und das fällt. Ne? Also 7,9, der Zeiger fällt jetzt, weil wir steigen. So, und jetzt gehen wir nochmal weiter, jetzt machen wir das mal ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt steigen wir schon, oh, und jetzt hatten wir so einen Fall, das wäre jetzt schon eine sehr starke Dekomprimierung. Also die Kabinenhöhe, die wird immer weiter steigen und dann haben wir irgendwann ein Problem. PSI wird fallen, klar muss ja fallen, weil der Unterschied zwischen unserer Kabinenaltitude und der Flugzeugaltitude natürlich immer geringer wird. Wenn wir auf gleicher Höhe wären, wäre der Delta Pi 0. Ja? So, und wir steigen weiter.
Wir sind schon auf 8000. Wir lassen das mal gerne ein bisschen jetzt, auch wenn es ein bisschen länger dauert, mal durchlaufen. Weil wir haben nachher, das sehen wir auch an den Schalterstellungen und Anzeigen nachher, wenn wir das durchgehen, eine magische Nummer, die 9550. Wenn die Kabinendruckhöhe auf 9550 steigt, dann haben wir die sogenannte Emergency Decompression. Weil dann, das ist ein Emergency-Fall. Alles, was darunter ist, ist noch kein Emergency. Auch dann wird man natürlich sinken, klar. Wenn also jetzt dieser Fall, wie wir den gerade haben, ist, würde ich sofort einen schnellen Descent einleiten, aber es ist noch kein Mayday-Call. Ne? Man sinkt und sinkt mit allem, was man hat. Man sinkt, damit man ja nicht auf diese 9550 kommt, weil das ist ein Mayday-Call. Und wenn es dann noch weiter geht und wir sind bei 14.000 Fuß, dann fallen die Masken raus und das ist das Problem. So, und jetzt gucken wir mal etwas hier runter. Jetzt sind wir auf 9.500 und jetzt 9.550 und jetzt wird es rot. Jetzt ist es ein Emergency Descent. Und jetzt müssten wir eigentlich auch eine ICAM kriegen gleich. Wir sehen, inwieweit das hier alles umgesetzt ist. Wir steigen weiter. Wir müssten jetzt schon das auf jeden Fall komplett einleiten. Ja? Komplett den Sinkflug. Emergency Descent. Auch hier hätten wir schon die Sauerstoffmasken genommen. Bei 9550 wäre die Sauerstoffmaske jetzt schon auf unseren Köpfen. Und es steigt jetzt weiter. Naja, also so ist das. Und ihr seht, die PSI nimmt immer weiter ab, weil wir uns immer mehr der eigentlichen Flughöhe nähern. Ne? Okay, wollen wir das jetzt nicht bis zum Absurdum treiben? Das sollte man nicht in einem Lehrvideo machen. Aber wir gehen das nachher nochmal durch, wenn wir uns die Schalter alle komplett eingucken. So, jetzt gehen wir noch wieder auf die Automatik. Und ihr seht schon, er hat jetzt natürlich sofort das Outflow Valve fast geschlossen, damit ja wir eine starke Sinkrate in der Kabine haben und es wieder zurückfällt. Und ihr seht, das nimmt jetzt hier schon weiter wieder ab und so läuft das. Gut, wenn wir gerade dabei sind, würde ich euch gerne nochmal eben zeigen, wie macht man das am besten. Das macht man so, können wir so lassen. Und zwar, wenn wir jetzt das Flight Management Guidance System uns diese Landing Elevation nicht zur Verfügung stellen kann, aus verschiedenerlei Hinsicht, kaputt, Datenleitung kaputt, wie auch immer, dann haben wir ja hier die Landing Elevation und auf 12 Uhr steht das Ganze auf Auto. Und hier seht ihr jetzt so eine Skala, minus 300 oder 200, und dann, also 0 wäre dann 0, 2 und so, das sind immer Tausender, ne? 2000, 4000. So, jetzt muss man das normalerweise rausziehen. Ich weiß nicht, wie das hier jetzt implementiert ist. Man kann nicht leicht drehen, man muss es leicht rausziehen und dann kann man nach rechts oder so drehen. Wenn ich es also aus der 12 Uhr Position rausbringe, verlasse ich den Automodus. Also die automatische Übergabe aus der MCDU zu dem Cabin Pressure Controller. Also ich mache es jetzt mal manuell, ich drehe jetzt mal da dran und jetzt guckt mal hier bitte hier hin. Guckt mal hier hin bitte, ja? Ich kann das ja an dem Schalter gar nicht einstellen. Das ist ja eine Tausender, weil wie soll ich das machen? Geht ja gar nicht, ne? Kann man gar nicht einstellen. Also muss man da oben jetzt gucken, was da eingestellt wird. Und ihr seht das. Das kann man normalerweise noch genauer einstellen. Also hier steht jetzt 512, wenn ich jetzt noch einmal drücke. Das ist jetzt nicht richtig. Da würde, glaube ich, oh, was steht da? Keine Ahnung jetzt. Also 512, warum das steht, das ist ja wie beim Datenspeicher, das steht da jetzt nicht. Und dann nachher noch 1024 wahrscheinlich. Gucken wir mal eben. Nee, 1024 war der nicht. Also okay, aber das ist egal. Ich will nur sagen, hier müsste man das einstellen. Ja, das ist leider natürlich hier nicht richtig implementiert, weil es geht von 0 auf 512. Das ist falsch. Man kann hier schon das gut einstellen. Also alle 50 Fuß oder so kann man das einstellen. Ne? Das ist hier jetzt nicht richtig implementiert. Aber man kann es auf jeden Fall einstellen. Also die Einstellmethode heißt hier am Rad drehen, aber hier gucken, ne? Hier bitte gucken. Gut, und wenn man dann wieder zurückstellt, ganz nach links auf die 12 Uhr, dann steht hier wieder Auto und damit
gibt jetzt, wird diese Information dann verarbeitet. Aber nicht mehr von uns gegeben, sondern vom Flight Management Guidance System. Ja Mensch, haben wir ja schon alles besprochen, Mensch, da brauchen wir ja gar nicht das groß alles durchgehen. Aber ich möchte es trotzdem, weil das gehört nochmal dazu. Okay, Ditching, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir drüber gesprochen, was steht hier noch? Manual, das haben wir alles besprochen. Ja, due to the slow operation of the outflow valve in manual mode and the limited resolution of the outflow valve position on the ECAM, the visual ECAM indicates a change in the outflow valve position can up to 5 seconds. Also, wir machen immer nur Klick, das sind immer 50. Klick sind 50, steht nirgendwo, aber sage ich euch. So, und immer nur ganz kurz. Und dann müssen wir bis 5 Sekunden warten, haben wir auch eben gesehen, bis das Ganze angezeigt wird. Und wenn ich dann damit zufrieden bin, dann kann ich es lassen. Und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich nochmal Klick machen. Aber nicht bitte 5 Sekunden irgendwie den Schalter betätigen, weil dann läuft alles aus dem Ruder. Aber wirklich alles. Das geht gar nicht. Okay, Ditching, ja, haben wir mehrfach drüber gesprochen. Glaube ich, brauchen wir nicht. Packflow Control Valve schließt, kennen wir aus letzter Woche. Aviation Ventilation Inlet Extract Fan wird uns nächste Woche beschäftigen. Wird auch schließen. Emergency Inlet ebenfalls und Outflow Valve. Gut, okay. Ach guck, jetzt kommen wir schon zu den Dingern. Dann gehen wir mal kurz das Panel einfach hier durch. Ihr kennt das ja schon. Was haben wir hier unter 1? Ach, das ist der erste hier. Ne, das ist 1. Ne, 1 ist der Landing Elevation. Also oben ist die Autoposition und wir können von minus 2000 bis plus 14000 einstellen. Sehen wir aber dann bitte am ECAM. Ne? Hier seht ihr es auch. The landing elevation knob scale is only given as an indication. Refer to the ECAM information for accurate adjustment. Was wir da hatten mit 0 und 512 ist natürlich kein accurate adjustment. Also das liegt am Simulator hier. Das wäre albern. Ne? Da könnte ich ja nichts einstellen. Aber so macht man es. Mode Selector, Automatic Mode is operating, one of the two system controls the outflow valve. Okay, also alles automatisch. Wenn ich jetzt in manuell bin, muss ich den Vertical Speed Knopf, haben wir eben betätigt, benutzen, um das dementsprechend dann zu verändern. Und hier sehen wir das auch, Switching den Mode Selector Push Button to Manual für ungefähr 10 Sekunden und dann wieder zurück nach Auto. Das bedeutet, ein anderes System wird aktiviert. Also wir springen dann von Sys 1 auf Sys 2 oder umgekehrt. So, wir können auch ein Fault Light bekommen, ne? Aber nur dann, wenn beide automatischen Systeme hin sind. Ne? Wenn die beide kaputt sind, dann steht da Fault in diesem Schalter. So, und hier jetzt nochmal zum klaren Verständnis. Das ist hier unser Toggle-Switch, wo wir eben dran geschraubt haben, hoch und runter. Ne? Up heißt, the valve moves to the open position. Open. Wir öffnen das Fenster. Und was passiert, wenn wir das Fenster öffnen? Wir werden einen Druckausgleich herstellen. Und das bedeutet, unsere Kabinendruckhöhe steigt. Und wenn wir das Outflow Valve schließen, dann sinkt die Kabinendruckhöhe, weil der Luftballon wird aufgepumpt und aufgepumpt immer mehr. Und was heißt mehr Luftdruck? Naja, mehr Luftdruck existiert am Erdboden, nicht in der Luft. Das heißt, wir nähern uns immer weiter dem Boden an, bis wir dann irgendwann mal so viel haben, dass das Safety Valve dann sagt, nee, nee, Leute, also das ist mir jetzt zu viel. Wenn ihr jetzt noch weiter bläst hier, dann explodieren wir. Also mache ich mal schön ein Safety Valve auf, damit wir ja nicht über diese 8,6 PSI kommen. Okay, haben wir drüber gesprochen. Was noch? Was haben wir hier noch? Ja, gut, Ditching brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das haben wir jetzt schon tausendmal besprochen. Caution. If the Ditching Push Button is set to on with a low pressure ground card, can I doors are closed? Okay, das wäre noch interessant. Wenn man die Dichtigkeit der Kabine überprüfen will, wie soll ich das machen? Wie kann ich das machen? Ich muss ja am Boden letztendlich das Flugzeug aufpumpen. Ja, und wie kann ich das machen? Das kann ich machen, indem ich dann von dem Finger diese Low-Pressure-Ground-Card zum Beispiel oder vom Finger, je nachdem, also ein extra Pressure-Ding da anschließe. Kennen wir schon aus dem letzten Woche. Alle Türen schließe. Ja, dann würde sich in dem Flugzeug ein Luftdruck aufbauen. Ich bin jetzt kein Techniker. Ich weiß nicht, wie hoch man das jetzt, vielleicht kann man das sogar über 8 PSI machen oder so. Ich weiß es nicht.
Da müsste man mal Techniker fragen. Also das wird dann schon gemacht, um die Dichtigkeit der Kabine festzustellen. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Anzeige. Kennen wir aber alles schon, haben wir alles schon besprochen. Outflow Valve, Safety Valve, welcher Cabin Pressure Controller gerade aktiv ist, Cabin Altitude Vertical Speed. Ne? Also die Anzeigen kennen wir eigentlich schon. Jetzt wollen wir nur noch, weil es gibt ein paar Sachen, die wir hier nochmal zu wissen müssen. Wenn die Vertical Speed Größe, also der Kabine, ne, mehr als 1750 Fuß die Minute hat, dann würde das Ganze pulsieren. Ja, das können wir einmal ausprobieren, ne? Also, the analog und digital presentations appear in green, when vertical speed is normal. Okay, dann ist es grün, haben wir gesehen. Wenn aber über 1750, dann wird das pulsieren. Ja, gucken wir doch mal, ob das hier geht im Flight Factor. Müssen wir mal ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. So, also wir machen wieder auf manuell. Und ja, wir machen jetzt einfach mal wieder auf. Machen wir ein bisschen schneller, damit das schneller geht. So. Jetzt ist es ja immer noch grün. Ne? Die Anzeige ist grün. So, und ihr seht jetzt, pulsiert das. Kann man gut sehen. Auch sehr schön implementiert. Ich meine, er hätte das erst ab 1800 gemacht. Aber gut, wir wollen jetzt nicht piepgleicher sein als der Papst. Also komm, hat er gut gemacht. Hier, er pulsiert. Also mit anderen Worten, irgendwas stimmt da nicht. Kann aber auch mit der Verzögerung zusammengehangen haben jetzt. Ne? Man muss ja erstmal weitergegeben werden an den Warning Computer und so weiter. Kann auch daran liegen. So, diese Delta-P-Anzeige, auch die verändert sich dann in einer Farbe, und zwar in Amber, sofern wir entweder Delta-P, das ist ja der Hauptfall, mehr oder gleich oder größer 8,5 PSI haben, respektive kleiner oder gleich minus 0,4 PSI. Auch das gucken wir uns mal an. Wir wollen also mehr als 8,5 PSI haben. Das bedeutet, wir müssen weiter sinken. Also machen wir mal auf normal. Wir schließen das. So, machen wir mal volle Pulle, damit das schneller geht. Ah, guck, jetzt geht das schon in Amber. Ne? Seht ihr das hier? Jetzt wird das schon in Amber. Stand das da auch irgendwie? So, 3,9, das ist natürlich auch krass jetzt. Aber damit das schneller geht. So, 8,3 haben wir. Bei 8,5. Ihr seht, die Kabinendruckhöhe fällt, aber PSI steigt. So, bei 8,5 müsste Amber werden. Wird er auch. Sehr schön. 8,5. Ne? Auch das funktioniert. Haben sie gut gemacht. Ja, das mehr brauchen wir hier gar nicht. So, jetzt kommen wir allerdings zu dieser magischen Zahl. Auf der Cabin Altitude, ne? Wert rät ab 9550. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, war auch so, ne? Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal machen. Ich meine, das war richtig so, ne? 9550, da fängt Emergency an. Wenn ich also schon vorher merke, dass meine Kabine steigt, dann fange ich sofort einen extremen Sinkflug an. Ich frage allerdings vorher ATC, due to decompression, request descent. Das ist ein Request. Wenn ich ein Emergency habe ab 9550, dann ist das Mayday.
Mayday, 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 ja, und dann sinken wir sofort, egal, dann, natürlich sagen wir das dem Controller, aber da frage ich nicht, ob ich jetzt sinken darf, sondern ich sinke einfach. Das ist ein Unterschied. Also das eine ist Mayday, das andere ist kein Mayday. Vielleicht könntet ihr das dann als Pan-Pan bezeichnen. Ja, könnte man vielleicht unter 9550 ebenfalls machen. Das ist aber kein Mayday-Call. Wie auch immer, da wird es dann rot, ne? Und die Cabin Altitude, wenn es über 8800 Fuß ist, fängt an ebenfalls hier zu pulsieren. Man appears in green. Ja, Manual appears in green. Wenn wir den einschalten, gucken wir nochmal eben, damit das auch funktioniert. Aber das war, glaube ich, grün. Oder nee, das war das? Nee, das war nicht grün, ne? Das ist weiß. Das ist doch falsch. Moment mal eben. Lesen wir nochmal genau. Bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Also nochmal. Man appears in green when mode select in Swiss is man. Also Fehler. Wir sehen, im Flight Factor ist es weiß, es müsste grün sein. Okay? Aber dann machen wir, testen wir gleich mal das Flugzeug ein bisschen. So, Safety Valve Position. Ja, das wäre jetzt ein bisschen, gut, wir können die Kabine jetzt komplett aufblasen und dann würde das Safety Valve natürlich öffnen. Das möchte ich euch auch nochmal eben vielleicht zeigen, weil wir da noch nicht so ganz drauf eingegangen sind. Und zwar, hier haben wir das ja. Hier, ne, an der Seite, das ist das Safety Valve. Ja, das ist das Safety Valve. Und zwar, auch das können wir gerne nochmal ausprobieren. Also, wenn wir jetzt, das sehen, lesen wir gleich noch unter, da ein bisschen weiter runter. Also, das müsste sich öffnen zwischen 8,2 und 8,9 PSI. Dann müsste sich das Safety Valve öffnen. Da reicht es auch, wenn sich 1 öffnet, dann müsste das Amber werden. Dann wollen wir das doch mal machen. Also, wir werden jetzt einfach wieder die Kabinendruckhöhe, nein, wir müssen ja, ja, die, ja, gut, können wir so oder so machen. Wir machen es am besten PSI. Also, wir müssen hier sinken. Machen das komplett zu hier. Mal auf die rasante und brachiale Tour. Damit jetzt das PSI weiter steigt bei zwischen 8,2 und 8,9. Also das ist unterschiedlich. Das ist auch nicht so ganz beschrieben im Buch. Also irgendwann muss es umspringen auf Amber. Wenn ein Safety Valve öffnet und dann müsste hier, da ist es schon bei 8,5, das ist okay, aber das Safety, jetzt ist es da, seht ihr? Ne? Bei 8,6 oder was war, hat das jetzt geöffnet, ihr seht, jetzt ist das Safety Valve off und ihr seht, was passiert. Die Cabin Altitude, die gleicht sich jetzt schon wieder an. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt ein weiteres Fenster öffnen, dann wird automatisch Delta P wieder fallen, weil sonst haben wir den Luftballon so weit aufgeblasen, dass es irgendwann mal explodiert. Also, ob es das wird, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es wäre natürlich nicht gut. So, und das wird also abhängig gemacht von Delta P zwischen 8,2 und 8,9 PSI. Und ja, und dann öffnet sich das und damit ist natürlich die, haben wir ein weiteres Fenster geöffnet und die Delta P, beziehungsweise die Vertical Speed, würde natürlich dementsprechend nicht mehr sinken. Ne? Klar. Oder auch steigen, je nachdem. Deswegen hat man das Safety Valve. Okay, gehen wir mal wieder in Automodus. Ja, jetzt fängt sie wieder an zu steigen, die Kabine. Denn wir sind für die Flight Level 350 sind wir viel zu, der Delta P ist viel zu groß. Wir sind viel zu gering mit unserer Cabin Altitude. Das Safety Valve hat schon geschlossen. Die Kabinendruckhöhe steigt. Und Delta P wird wieder fallen. Da, jetzt ist schon wieder im grünen Bereich. Und jetzt wird es weniger. Gut. Ihr seht also, wenn ihr sowas hier im Unterricht durchnehmt, dann seid ihr genauso in der Lage, ein Flugzeug zu überprüfen, ob es vernünftig funktioniert oder nicht. Das heißt, ob es gut umgesetzt ist oder nicht. Ne? Also es ist nicht nur so, dass jetzt immer nur reale Piloten sowas überprüfen können, sondern ihr könnt es ebenfalls, wenn ihr über die nötigen Informationen verfügt. Und genau das
ist ja der Grund, warum wir das hier alles machen. Also nicht, um so ein Ding zu testen, aber ihr könnt es eben halt dafür auch verwenden. Ja, Autovalve ist grün, wenn es im normalen Bereich ist. Wir haben es gesehen, ne? War immer grün die ganze Zeit. So, ja, und dann können wir das nochmal ganz schnell durchgehen hier. Also hier, darum geht es, um dieses Schaubild. Ne? Das haben wir ja auf der Cruise-Seite. Weil wir hier haben wir ja auch die Temperaturen. Das ist die so eine Überblickseite. Ne? Hier die Vertical Speed haben wir. Hier Delta P. Die Landing, hier die welche Kabinendruckhöhe? Nee, Moment, jetzt muss ich selbst mal hingucken. Also. Achso, die haben ja beides angezeigt. Okay, alles klar. Also normal ist ja entweder Landing Elevation Auto oder es steht hier eine Zahl. Ne? Deswegen habe ich das jetzt eben verwirrt. Also entweder steht Auto oder steht die Zahl. Also das ist das, was wir am Landing Elevation Button eingestellt hätten. Delta P ist klar, Cabin Altitude Vertical Speed ist auch klar, die Cabin Altitude ist auch klar. Braucht man, glaube ich, nichts mehr weiter groß zu sehen, zu sagen. For excessive cabin altitude, größer gleich 9550 Fuß. Und das ist ein Emergency. Da fallen die Klappen natürlich noch nicht raus, aber die Sauerstoffmasken noch nicht raus, aber es ist ein Emergency. Ja. Wenn die Kabinenhöhe mehr als 8800 Fuß ist, dann fängt sie eben halt an, auch zu pulsieren. Das haben wir ja auch vorhin schon mal gesehen. Erst pulsiert das, ne, und dann wird es dann rät in 9550. Delta P haben wir schon drüber gesprochen, ist alles das Gleiche. Das wird jetzt zu weit führen, das zu erklären. Die Flight Phases 567, das ist ein anderes Thema, Non-Normal, das interessiert uns jetzt nicht. Hier sehen wir nochmal auf der Door-Page ebenfalls die Vertical Speed der Kabine. Und so würde das dann aussehen. Respektive, wenn jetzt gar keine Vertical Speed Information zur Verfügung steht für das ICAM, also an den Cabin Pressure Controller und damit ja weitergeleitet an das ICAM, dann würden wir X haben. X ist sowieso häufig in ICAM, heißt immer kaputt irgendwas oder beziehungsweise Daten werden nicht zur Verfügung gestellt. Gut. Ja, und dann haben wir noch eine Sache, die Memo Display, ne? Manning Elevation in grün wird da angezeigt. Und zwar, wenn eben halt wir irgendwie an dem Knopf gedreht haben, manuell das eingestellt haben, dann erscheint das Ganze in grün. Gut, und zu guter Letzt haben wir ja gesagt, wir machen mal einfach mal so spaßeshalber ein paar Fragen, ob wir das einigermaßen verstanden haben. Und dann geht es auch schon los. Das Thema Ventilation haben wir ja noch nicht besprochen, deswegen sind da jetzt keine Fragen mit dabei, aber es geht um Air Condition und Pressurization. So, fangen wir mit der Frage 1 an. Also, Conditioned Air is distributed to, das heißt, wo geht jetzt diese Luft, das ist also Thema Air Condition, wo wird jetzt diese Luft weiter hingeleitet? Also, A, Cockpit, Cargo Base und Cabin. B, Cockpit, Forward und Aft Cabins. C, Cockpit, Aviation Bay and Cabin. Oder Cockpit, Cabin and Holds. Das sind also die Cargo Compartments 1 und 2 alleine. Was meint ihr? Das ist Antwort B, Cockpit, Forward und Aft Cabin. Da haben wir ja gesagt, das sind diese drei Rohre, die drei Leitungen, die das dort hinbringen. Jetzt geht es hier um dieses Hot Air Valve. Hot Air Fault Light illuminates on the Air Condition Panel. Also, wenn wir jetzt diese Fehlermeldung vom Hot Air Pressure Regulation Valve bekommen, was bedeutet das dann? Beziehungsweise, was hat das für Auswirkungen? Also einmal, the Hot Air Pressure Regulation Valve opens and the Trim Air Valve close. The Hot Air Pressure Regulation Valve wird sich schließen, aber die Trim Air Valves, die werden sich öffnen oder bleiben geöffnet. Andere Möglichkeit, beides schließt, Hot Air Pressure Regulation Valve schließt und auch alle Trim Air Valves.
Und zu guter Letzt haben wir noch, Hot Air Pressure Regulation Valve würde open, also öffnen, und die Trim Air Valves ebenfalls. Was meint ihr? Was wäre da die richtige Antwort? Ich gebe euch einen Tipp, wir erinnern uns, also Hot Air Fault heißt, dass voraussichtlich dort auch keine Luft ankommt. Und wir haben ja gesagt, wenn das der Fall ist, dann schließt immer das jeweilige Ventil. Also wenn da keine Luft rankommt, wird auf jeden Fall das Hot Air Pressurization Valve, das wird auf jeden Fall erstmal schließen hier. Und wir wissen auch, dass dann ja die Leitung weitergeht und sie teilt sich in diese drei Bereiche auf, wo die Trim Air Valves dranhängen. Naja, und wenn also das Hot Air Valve geschlossen wird, dann kann ja keine Luft weiter zu den Trim Air Valves weitergeleitet werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass da auch keine Luft ankommt. Und damit schließen natürlich auch die Trim Air Valves. Also Antwort C wäre richtig, beides schließt. Sowohl die Trim Air Valves als auch das Hot Air Pressure Regulation Valve. Does the trim air provide the warm air or the cold air to the air conditioned system? Also die Trim Air Valves, bringen die nun warme Luft irgendwie zum Mischen oder bringen sie kalte Luft zum Mischen? Was meint ihr? Naja, das war ja dieser Umweg, da holen wir ja letztendlich aus dem pneumatischen System sofort die heiße Luft, damit sie eben halt kurz bevor sie in das Cockpit bzw. die Kabine eingeflößt wird, sich mit der kalten Luft aus dem Packs nochmal vermischt, damit die Temperaturregulierung vernünftig stattfindet. Also ganz klar, warme Luft ist das natürlich, was da weitergeleitet wird und keine kalte Luft, weil die kalte Luft kommt ja von den Packs. Jetzt geht das da um diese Datenleitung. Wir haben gesagt, die Pack-Controller oder auch der ACSC haben ja zwei Datenleitungen. Also Pack-Controller, Primary General Fehler. Wenn also eine Datenleitung kaputt ist, was würde passieren? The Secondary Computer, also der Zweier-Pack-Controller, würde dann übernehmen. Allerdings haben wir dann kein Backup mehr. Und auch die Regulierung ist nicht mehr so richtig so schön. Oder einfach das Zweierteil übernimmt. Vielleicht fällt auch das Pack aus. Oder die Pack Outlet Temperature ist kontrolliert bei 15 Grad. Also dauerhaft 15 Grad. Was meint ihr? Naja, deswegen haben wir ja zwei Leitungen. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt nur eine Leitung verlieren und alles geht schon nicht mehr. Also natürlich, das zweite System wird übernehmen. Damit gibt es kein Backup mehr, klar. Aber die Regulation ist natürlich nicht mehr so optimal. Ne? Also Antwort A ist hier richtig. Jetzt geht es nochmal um das Hot Air Pressure Regulation Valve. Wenn das failed open, das haben wir auch wortwörtlich gesehen im Unterricht. Und zwar, das kann man eben halt failed open. Da könnte man auch vielleicht verstehen, darunter, dass es gar nicht aufgeht. Nein, es ist damit gemeint, es ist auf und geht dann kaputt. Also, dann haben wir eventuell keine Optimized Regulation mehr. Oder the temperature stays at the value selected. Also das, was gerade eingestellt ist, die Temperatur, die bleibt. Sie ist nicht mehr veränderbar. Oder vielleicht hat es auch gar keinen Effekt. Oder cabin temperature will be controlled at the upper limit of 30 Grad, also bis 30 Grad und dann ist Schluss. Naja, wenn das Hot Air Pressure Regulation Valve geöffnet ist und dann kaputt geht, dann hat das natürlich keinen Einfluss. Warum? Naja, die warme Luft geht da durch, geht nach wie vor zu den Trimmer Valves und damit ist ja alles wieder in Ordnung. Ja? Also die Antwort C wäre richtig, no effect. Kommen wir zur Bleed Air. Das kennen wir auch schon. Und zwar geht es um den Pack Flow. Das war diesen Schalter da, ne? Low, Normal oder High, diese 80, 100 und 120 Prozent. Bleed Air supplied from the APU. Das heißt, wir haben jetzt nur die APU laufen, nichts weiter. Das wäre jetzt am Boden vielleicht der Fall.
Und was bedeutet das jetzt für unseren Packflow? Ist automatisch selektiert auf was? Auf High Flow, auf Normal, auf Low oder auf ökonomischen Flow? Naja, ökonomischen Flow haben wir noch nie drüber gehört, ne, noch nie drüber gesprochen. Wir kennen also nur Low, Normal und High. Und wir hatten ja gesagt, wenn wir mit einem Pack arbeiten oder wenn die APU die einzige Source ist, die die Bleed, also die Zapfluft zur Verfügung stellt, dann regelt das automatisch auf High Flow, also unsere 120%. Das wäre dann hier die Antwort A. To enable REM air to the mixer unit, the REM air switch should be used. Also wenn wir jetzt den REM air, dieses Ventil aufmachen, dann ist es ja verbunden mit der Mixer Unit, das wissen wir. Und wann sollte der jetzt benutzt werden, der Schalter? Also jederzeit kann man das eventuell machen. Oder nur, wenn der Differential Pressure, also zwischen draußen dem Druck und in der Kabine, weniger als ein PSI mit sich bringt. Oder vielleicht, wenn das sogar größer ist, der Unterschied. Oder only after outflow valve is fully opened. Also es wäre am Boden der Fall, da ist das Outflow Valve ja sowieso komplett geöffnet. Ne, das waren ja die 55 Sekunden danach, ist es geöffnet nach dem Touchdown. Was wäre das? Naja, wir haben ja darüber gesprochen, dass das nicht ganz ohne ist. Ne? Wir können das nur in relativ niedrigen Flughöhen anwenden. Also only when differential pressure is less than 1 PSI. Da haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Also Antwort B. Wie ist die maximale Cabin Altitude? Maximal. Also wie hoch können wir die Kabine können wir die Kabine aufpumpen? Wir kennen ja, da haben wir gleich hier unten nochmal die Frage, das ist hier dieser maximale Differential Pressure. Ne? Der spielt ja auch mit rein und da haben wir ja gesagt, wir merken uns, da war irgendwas mit 8, ne? Also der Differential Pressure ist maximal 8,6 PSI und 8 steht hier am Anfang, können wir uns auch merken, 8000 Fuß ist die maximale Kabinendruckhöhe, mehr wäre dann schlecht, dann würden wir eine Warning irgendwann bekommen und hier bei 8,5 kriegen wir ja schon die erste Warning, haben wir auch schon kennengelernt. Also Antwort A bei der Frage 8 und Antwort D bei der Frage 9. Ja, wie sieht's aus? Können wir am Boden beides benutzen? Also Ground Equipment vom Finger, diesen Stöpsel, den man unten an das Mixing Unit anschließt und gleichzeitig vielleicht auch noch die APU, kann man das machen? Also die Packs benutzen, kann man also die eigentlichen Packs, die brauchen ja auf jeden Fall Luft, ne? Also das wäre ja dann der Fall, wenn im Normalfall jetzt die APU läuft und die Packs dann letztendlich hier benutzt werden und gleichzeitig dann extern uns diese Luft zur Verfügung gestellt wird, vielleicht von der Air Condition und dem Finger. Und da, was meint ihr, darf man das machen, darf man es nicht machen oder nur, wenn es dann also sehr heiß ist, 50 Grad, also Dubai oder so, darf man das dann machen? Nein, darf man nicht machen, grundsätzlich. Entweder laufen die Packs oder von außen kommt irgendwie kalte Luft in diese Mixing Unit, aber die Packs dürfen dann nicht laufen. Also wenn ihr am Finger seid und ihr habt jetzt Air Condition, dann müssen die Packs auf jeden Fall, dürfen nicht laufen und man schaltet sogar auch die Packs aus, um eventuell Verunreinigung aus dieser Leitung, die ja da auch so ein bisschen am Boden liegt und so weiter. Die wird ja immer ausgerollt und wieder zusammengerollt. Da kann ja auch Schmutzpartikel drin sein. Und deswegen werden die Packs sogar ausgeschaltet, wenn wir External Air Condition dann zur Verfügung gestellt bekommen. Gut. Nächste Frage. Was passiert mit den Packflow Control Valves? Das war ja das erste Durchlassventil in Richtung Air Condition. Diese zwei Stück, was passiert, wenn wir das Triebwerk starten? Wir müssen sie manuell ausschalten.
Oder vielleicht nur an kalten oder heißen Tagen, sonst ist das egal, aber an kalten oder heißen Tagen müssen wir das dann selbst ausschalten oder automatisch werden sie geschlossen. Nun, das ist ja das Schöne beim Airbus im Verhältnis zum Futter 3.7, da müssen wir die Packs ausschalten. Hier ist es nicht der Fall, they automatically close, also Antwort D wäre richtig, da brauchen wir uns glücklicherweise nicht drum zu kümmern. So, wann beginnt jetzt die Pressurization? Haben wir drüber gesprochen. Wann geht das jetzt Ganze los, das Spiel? Nachdem wir irgendwie die Triebwerke gestartet haben oder vielleicht schon während des Taxis oder erst beim Takeoff oder vielleicht sogar erst, wenn wir rotieren, also bei VR, wenn wir dann anfangen, das Flugzeug abheben zu lassen. Wann geht das los mit der Druckkabine? Naja, während des Takeoff-Rolls, Antwort C, Pressurization occurs during Takeoff-Roll, denn wir haben ja gesagt, wenn wir Takeoff-Thrust setzen, dann schließt auf jeden Fall das Outflow-Valve und die Kabine fängt an, die Controller fangen an, die Kabine unter Druck zu setzen. Das heißt, wir versetzen uns in den Erdboden, wir sind tiefer, als wir eigentlich sind, weil wir gesagt haben, das ist gut für die Passagiere, wenn wir dann rotieren, damit es nicht so einen starken Druckunterschied gibt. Also pumpen wir die Druckkabine erstmal auf und zwar mit 400 Fuß die Minute bis 0,1 PSI. Ja, und dann rotieren wir und dann sind wir im Climb-Modus in der Kabine und dann geht das ganz normal, dieses Profile wird dann abgearbeitet durch die Controller. Welche Informationen werden zur Verfügung gestellt an diesen Air Condition System Controller? An den Cabin Pressure Controller. Welche Informationen sind das? Also Landing Gear Control Interface Unit oder EDIU, diese vier Sachen. Oder vielleicht sogar mit der MCU verbunden. Was meint ihr? Naja, Antwort A ist richtig. Ne? Das Flugzeug muss wissen, ob es am Boden ist, sonst kann das nicht funktionieren am Takeoff, was wir in der Frage 12 hier hatten. Wir brauchen auf jeden Fall ja den statischen Druck, Pressure Druck und so weiter. Wir brauchen die Landing Elevation von unserem Flight Management and Guidance Systems. Und wir brauchen auch die Engine hier, die Informationen noch für unseren Thrust Lever. Ne? Ob wir den jetzt auf Toga gesetzt haben, auf Flex gesetzt haben, das sagt uns die Engine Interface Unit. Also diese Antwort A wäre hier richtig. Wann würden wir REM Air On machen? Emergency REM Air ist damit immer gemeint. Wann würden wir das machen? Was wäre so ein typischer Fall? Wollen wir nochmal zusätzlich Kühlung von außen wollen? Das macht keinen Sinn. Also selbst wenn das möglich wäre, dass wir das REM Air aufmachen und das Outflow Valve würde ebenfalls aufgehen in Flight Level 350, war unabhängig jetzt von der Druckkabine. Selbst wenn das möglich wäre, würde ja überhaupt keine Luft dort reinfließen, weil wir ja ein Druckgefälle haben. Wir haben ja im Flugzeug mehr Druck als draußen. Das heißt, es würde natürlich auf jeden Fall dann rausströmen, aber nicht einströmen. Ne? Also das würde gar keinen Sinn machen. Eventuell, wenn beide Packs ausgefallen sind oder wenn wir Smoke haben oder wenn die Temperatur zu heiß ist, das wäre genau wie Antwort A, macht keinen Sinn, würde keine kalte Luft reinfließen. Oder when there's smoke in the cabin. Oh, dann haben wir natürlich zwei, also B oder D, ne? Dual Pack Fehler oder Smoke Removal ist Antwort B, ne? Wenn beide Packs ausgefallen sind oder Smoke Removal, das wäre der Fall, wo wir das betätigen können. Aber eben halt in geringeren Flughöhen. Die Pressurization ist normally automatic, das wissen wir. Kann ich das auch irgendwie manuell schalten? Ja, kann ich. Dann muss ich den Cabin Pressure Mode Selector to override und dann auf Man Vertical Speed, also da muss ich das dann einstellen. Oder ja, manuell Set Landing Elevation during Landing Elevation Auto Selector. Ja. Oder beide sind korrekt. Antwort A ist da korrekt, ne? Wir drücken einfach auf manuell, dann wird der Schalter grün und nicht weiß, aber grün wird er. Steht Man drin und dann können wir hier
mit unserem Hoch runter die Kabine jedenfalls dann drücken. Also das wäre dann der Automatikmodus. Also Antwort A wäre richtig. So, haben wir gleich geschafft. Jetzt haben wir hier noch eine lange Frage. With the pressurization system in auto mode, also automatisch geregelt. Which valves are closed when the ditching push button is selected on? Also wenn wir jetzt, alles ist automatisch und jetzt drücken wir einfach den ditching push button, weil wir vielleicht notwassern müssen. Was passiert dann? Alle Ventile below the waterline werden geschlossen. Nur die APU Inlet, die Engine Bleed Valves oder vielleicht nur der Computerraum. Wenn wir den Ditching Push Button drücken. Naja, haben wir auch drüber gesprochen, mehrfach. Natürlich alles, was unter der Waterline ist, der Floating Line, wird geschlossen. Ne? Pack Flow Control Valve und so weiter, wird alles geschlossen. Also Antwort A. Was passiert, wenn wir jetzt die APU laufen haben und der Pack Controller stellt jetzt fest, ich kann das nicht gewährleisten, die Temperatur, die du da eingestellt hast. Was passiert? Wir haben das auch kennengelernt mit den Engines. Ne? Also entweder unterhält sich dann, wenn wir jetzt die Engines noch nicht am Laufen haben, entweder wird sich dann mit der APU unterhalten oder wenn die Engines laufen, dann geht ja die Air Condition über die Engines, dann wird sich mit der Engine Interface Unit unterhalten. So, und wozu ist das? Naja, da wird dann gesagt, okay, gib mal ein bisschen mehr Gas, damit ich dann genügend Power habe. Und das wäre also Antwort B, APU ECB, damit unterhält sich dann der Pack-Controller und sagt, gib mir mehr Drehleistung und damit kann ich das dann einigermaßen gewährleisten. Also Antwort B wäre hier richtig. Wann würden wir auf Pack High schalten? Den Pack Flow Switch, wann würden wir den auf High schalten? Also jetzt in der Pandemie haben wir es auf High, vielleicht andere Airlines auch, das weiß ich nicht, das ist bei uns Procedure jetzt. Aber jetzt mal unabhängig davon, Smoke Removal oder in feuchten und heißen Situationen oder weil Passagiere sich beschweren oder nur über Flight Level 350 oder nur über Flight Level 250, was meint ihr? Naja, wenn wir also Smoke Removal haben, auf jeden Fall, respektive auch dann, wenn es sehr heiß ist, weil wir brauchen mehr Pack-Durchsatz, dann machen wir das Ganze auf High, denn ist ja klar, da haben wir die 120%, am Boden ja nicht, da haben wir ja maximal 90, aber trotzdem haben wir dann auf jeden Fall mehr Durchsatz, also Frage oder Antwort A wäre richtig. So, welche Antwort ist korrekt in Bezug auf die Conditioned Air? Also die Air-Conditioned Luft und die Trim-Air-Luft, also das heißt die, die aus den Packs kommt und die, die aus dieser Abzweigung kommt, also die rein heiße Luft, Trim-Air-Luft, werden gemixt und dann in die jeweilige Zone geleitet. Recycled Air aus der Kabine, Conditioned Air. Ja, Conditioned Air, also auch wieder aus den Packs und Hot Trim Air, also die Luft aus den Trim Air Valves wieder, werden gemixt und dann in die jeweilige Zone geleitet. Hot Trim Air is added to Mixing Unit before distribution to each zone. Wird die heiße Luft in die Mixing Unit gebracht? Nein, ne? Also C können wir schon mal komplett ausschließen. Dann die wiederverwendete Luft mit den Fans, Cabin Air, to the Mixing Unit, and where conditioned air is added. Das ist jetzt schwierig, ne? Weil ja, diese Luft wird natürlich in die Kabinenluft, in das Mixing Unit gebracht und dann natürlich mit der Luft der Air Condition vermixt. Hier ist schon etwas schwieriger, die Frage. Es könnte jetzt Verschiedenes sein. Ne? Also die Air-Condition-Luft und die Trim-Air-Luft werden gemixt und dann in jede Zone geleitet. Ja,
Das könnte schon gar nicht so schlecht sein. Aber wir haben ja auch noch die wiederverwendete Luft durch die Cabin Fans, gehen in die Mixmixer und werden da dann vermischt mit der kalten Luft aus den Packs. Nun, es ist Antwort D, weil A, da fehlt die Recirculation Luft. Also es ist ja nicht die Luft aus den Packs, die dann mit der warmen Luft vermixt wird und dann weitergeleitet wird, sondern es ist ja nicht die reine Luft aus den Packs, sondern die Luft besteht ja aus den Packs und der Recirculating Luft aus der Kabine. Und deswegen ist Antwort D hier richtig. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, muss genau nachdenken. Ganz einfache Frage, the temperature selectors are located. Wo sind die temperature Selektoren? Im Cockpit, in der Kabine oder beides? Ja, die Frage ist gemein, weil man könnte ja durchaus auf beides tippen. Denn wir haben ja gesehen, auf dem Flight Attendant Panel hat auch die Kabine die Möglichkeit, plus minus 2,5 Grad zu variieren. Also würde man häufig both ankreuzen, aber das ist falsch, es ist nur das Cockpit. Warum? Weil die Temperature, der Name Temperature Selectors, den gibt es nur im Cockpit, den gibt es nicht auf dem Fab. Und deswegen ist hier Antwort A richtig. So, zwei Fragen noch. Wie können wir jetzt den Controller, haben wir auch im Cockpit ja vorhin gemacht, wie können wir jetzt die den Computer umschalten? Also von dem einen Cabin Pressure Controller auf den anderen. Wie kann man das machen? Wie war das noch? Also, cycle the landing elevator auto knob, out of auto position und dann back zu auto. Also das heißt, wir schalten also irgendwann mal ganz kurz eine manuelle landing elevation ein und schalten dann zurück nach auto. Andere Möglichkeit, wir geben in den manuellen Mode, in dem so einen Cabin Pressure Mode Selector einmal drücken, dann 10 Sekunden warten und dann wieder zurück auf Auto. Oder wir benutzen einfach den Hoch-Runter-Switch für die Kabine und drücken da ein bisschen und dann haben wir den Controller gewechselt. Was ist hier richtig? Ganz klar Antwort B natürlich, wir gehen auf manuell, warten 10 Sekunden, machen nichts weiter und drücken wieder auf Auto. Und damit haben wir ja gesehen, auf der Seite, auf der Pressurization Seite, dann wird umgeswitcht von System 1 auf System 2 oder umgekehrt, je nachdem, welcher gerade aktiv war. So, und dann haben wir die letzte Frage. Wie viele Trim-Air-Valves gibt es? Gibt ein Trim-Air-Valve? 3, 2 und 4. Na gut, Frage ist sehr einfach. Es gibt natürlich 3 Trim-Air-Valves. Eine ist fürs Cockpit, eine ist für die Vorwärtskabine und eine ist für die Aftkabine. Haben wir ja ganz am Anfang besprochen mit den 3 Rohren und dann eben halt diese 3 Trim-Air-Valves. Und deswegen haben wir natürlich auch hier 3 Stück und nicht 4 oder so. Na, wie sieht's aus? Konntet ihr die eine oder andere Frage beantworten? Wir haben ja auch Fragen aus der letzten Woche damit drin gehabt. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir mal auch nach dem Unterricht den Wissensstand mal überprüfen, ob wir das einigermaßen verstanden haben, denn das ist ja der Sinn des Ganzen. Und vielleicht habt ihr da ja auch ein bisschen Lust zu. Das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, weil dann geht es um das Thema Ventilation. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Happy Learnings und bis nächste Woche.